Oh, ja. Ich sollte Mikrofon anmachen. Huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und ja, heute mit dabei. Hab mir heute mal nicht die Mühe gemacht, alle zu verdecken, weil heute in all ihrer Schönheit direkt am Anfang zu sehen, weil alle heute so, besonders Bruce sieht heute besonders gut aus, finde ich, ja. Und ja, also heute mit dabei, fangen wir doch mal bei Bruce direkt an, denn der Kakko spielt uns heute den Bruce und er ist auch wieder dabei, ja, genau. Ja, guten Abend. Genau, dann haben wir, Moment, ich muss mal gerade was korrigieren, was ich hier gerade sehe, das nervt mich sonst nur, bevor ich hier weitermache. Der Gengul hat sich mal wieder nicht an die Vorgaben des Rahmens gehalten, so, jetzt. So, dann haben wir noch eine La Sombra namens Scarlet, die wird gespielt von Mondi oder Mondschatten. Hallo! Ja. Und eine Toreador namens Samantha, kurz Sam, wird gespielt von Feramin. Hallo! Und unser aller Lieblings-Tremere Ronan, gespielt von Rerion. Hi. Ja. Und last but not least, extra eingekauft für diese Session für Unsummen an Geld. Die Thin Blood Jelly, gespielt von Feder. Ja, da geht euer Patreon-Money hin. You wish. I wish. Nein, Quatsch. Geht alles in meine Plauze. So. So, ja, da hat er sich versteckt? Wer hat sich versteckt? Ach so, wegen dem John. Ach ja, okay, nee. Ich sollte nicht so viel auf den Chat achten, der ist schon wieder sehr ulkig drauf heute. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir befinden uns in der mittlerweile 36. Folge von Blood and Sand. Und es ist alles nicht einfacher geworden in der Stadt ohne Namen, die Vampire nicht verlassen können und die sich an der Grenze zu Mexiko im wunderschönen Bundesstaat Texas befindet und wir sind auch immer noch im Jahre 2019, das heißt von Corona noch weit und breit keine Spur. Welch ein Glück für die Vampire. Mal gucken, ob ich das einbaue, wenn wir 2020 erreicht haben. Oder ob ihr vorher die Stadt abfackelt, mal gucken. Vielleicht seid ihr ja der Auslöser. Hm. Wer weiß, mal gucken. Ja, und ja, unsere Vampire haben mehr mannigfaltige Probleme, wie das Vampire so haben, denn Vampir sein ist eigentlich ein Scheißjob. Ja, beim letzten Mal haben sie zumindest Jelly wieder getroffen, die eine lange Zeit verschwunden war. Und dann gab es einige Unterredungen um die Vorhaben der Anarchen in der Stadt. Denn die scheinen sich eine Armee zu züchten, ganz nach alter Sabbat-Manier, einfach mal ohne irgendwelche Begrenzungen neue Vampire schaffen und in dem Fall sogar Thinbloods erschaffen. Und zwei von potenziellen Thinbloods hatten unsere Charaktere eingesackt oder gekidnappt. Ja, man kann ruhig gekidnappt sagen, ja. Sie sind beide dem unglaublichen Charme von Sam verfallen und freiwillig mitgegangen, aber ich glaube, man kann das auch als Kidnappen bezeichnen. Und ja, wenn es nach Sam gäbe, wären die beide auch schon nicht mehr da. Aber ja, die Gruppe hat sich insgesamt dann doch dafür entschieden, noch die beiden am Leben zu lassen. Und einer von den beiden ist zumindest nach Ronans Aussage und den Würfeln, die ihr gewürfelt habt, ist einer von den beiden ein Thinblood? Ja, also der männliche von den beiden, also sie haben ein Männlein, ein Weiblein gekascht. Joseph Adams ist ein Thinblood, zumindest behauptet Ronan das. Und jetzt guckt er schon wieder so, als ob ich ihn verarschen wollte. Und ja. Dann gibt's noch das weibliche Pendant, aber da war Ronan sich überhaupt gar nie nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein was können auch Mensch sein.
Was ja jetzt bei Thinblatts auch nicht so ungewöhnlich ist, dass man die nicht wirklich von Menschen unterscheiden kann. Ja. Siehe Jelly, die allerdings ihre Menschlichkeit so ein bisschen eingebüßt hat. Heute sieht sie nicht ganz so zerschunden aus wie beim letzten Mal. Vielleicht ist alles schon ein bisschen geheilt innerhalb der letzten paar Stunden. Und ja, Jelly hat so ihre ganz eigenen Problemchen, denn sie hat ihre Sire wieder getroffen. Und nicht nur die, sondern ein mysteriöses Doppelgängerwesen, das sie angegriffen hat und ihr ins Leder wollte und aus dem Weg schaffen wollte. Und nur durch ihren Sire abgewehrt wurde. Und jetzt lauert es irgendwo. Und Jelly weiß nicht wo. Und keine anderen. Und die anderen weiß ich nicht, ob sie ja überhaupt glauben, dass es das überhaupt gibt. Naja. Währenddessen hat Scarlett immer noch ein bisschen Interesse an dem, was Ronan da so alles macht, weil das ist alles super spannend, so wie der irgendwie rauskriegt, welche Vampire welche sind, weil Scarlett ja so ein bisschen neugierig ist, was alles angeht. Ist ja auch sehr, sehr lange nicht aus ihrer Bibliothek rausgekommen. Ich habe in den Kommentaren unter den Videos gelesen, dass die Leute sich wünschen, mehr über Scarlett zu erfahren. Vielleicht könnt ihr da demnächst irgendwie was lesen. Könnte sein. Die Leute denken sich schon, wenn die so nett und fröhlich immer ist, das kann nicht echt sein. Auf die Idee sind Ronan und Sam noch überhaupt nicht gekommen. Ja, Jelly kennt Scarlett ja noch nicht so lange, aber hat sie kennengelernt jetzt. So richtig interagiert habt ihr, glaube ich, noch gar nicht so hundertprozentig miteinander. Ja, und die vier haben ja beim letzten Mal so den Hauptaspekt bespielt. Und wir haben beim letzten Mal aufgehört mit der Enthüllung von Sam, als er alle mal so einen Rundumschlag gemacht hat, was die letzten Male alles passiert ist. Musste Sam dann auch mal Jelly erklären, dass sie eigentlich ein missglücktes Experiment ist. Wohl missglückt? Hast du missglückt gesagt? Ich habe gesagt, ich bin ein blutmagisches Experiment. Ja. Mehr noch nicht. Ja, ja, ja. Ja, ich sag da jetzt nichts mehr zu. Lippenlesen, Übersetzung, es ist zu warm für viel Make-up. Es ist nie zu warm für zu viel Make-up. Doch ist es. Nachdem sich Koalia ständig schminkt, muss er das ja absolut wissen. Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich ohne Schminke aussehe. Ja. Hat das was damit zu tun, dass du gerne Nosferatu spielst? Psst. So. Ja. Und wir haben auch noch Bruce. Der war ja beim letzten Mal freiwillig nicht dabei, sondern nur, also einmal im Chat dabei. Und das hatte ja auch seine Gründe, denn Bruce hat ja den Tod von drei Jägern mit angesehen in der Wüste und nicht verhindern können. Malcolm, der Banu Hakim der Stadt, hat drei Hunter getötet vor Bruces Augen und wäre fast Bruce auch noch angegangen. Aber Bruce ist geflüchtet und hat sich inzwischen auch mit Malcolm ausgetauscht über die ganze Angelegenheit. Und ist jetzt alles trotzdem, glaube ich, so ein bisschen durch den Wind, was alles angeht. Weil, eigentlich war Bruces Intention ja gewesen, die Hunter irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Und das ist ja nun gehörig nach hinten losgegangen. Genau, und an dieser Stelle sind wir dann in dem Hier und Jetzt dann angekommen. Irgendwann gleich wird Bruce dann wahrscheinlich auf die anderen stoßen und ihnen die furchtbare Nachricht überbringen, dass drei Hunter gestorben sind. Scarlett freut sich schon. Ja, und bevor wir das aber machen, möchte ich euch auch nochmal dran erinnern, wir spielen hier ein Rollenspiel. Das heißt, alles, was unsere Charaktere hier so von sich geben und machen, das ist alles eine Rolle.
Also bitte, falls da irgendwas dabei sein sollte, was euch irgendwie triggert oder was ihr nicht mögt oder was ihr irgendwie euch, was euch total abstößt, denn es könnte wirklich auch sein, dass Thematiken vorkommen, die ein bisschen düster sind, denn die World of Darkness, in der das Ganze hier spielt, ist nun mal von per se ein düsteres Setting. Und wir versuchen das auch so ein bisschen düster zu machen, auch wenn wir ja am Anfang ein bisschen rumscherzen. Das ist, glaube ich, die Hitze, die einen zum Scherzen bringt irgendwie. Mal gucken, ob wir das gleich noch ein bisschen abschalten können. Und ja. Genau, also wir spielen Rollen. Bitte fühlt euch frei, die Charaktere zu hassen oder zu lieben. Uns bitte nur lieb haben, weil ja, wir sind alle zum Liebhaben. So. Und außer Ronan. Ja, genau. Also und das führt mich direkt zum zweiten. Falls in dieser World of Darkness, also in unserer Erzählung hier, irgendwas vorkommt, was ihr verstörend oder triggernd empfindet, dann bitte schaltet aus. Zwingt euch hier nicht durch. Keiner zwingt euch, das hier zu gucken. Gibt genug andere Streams auf diesem Kanal oder irgendwie generell im Rollenspielsektor, auch inzwischen in Deutschland. Da gibt's bestimmt was, was euch nicht triggert. Guckt euch lieber das an und spult vielleicht was vor hier oder irgendwie guckt euch die Folge vorher an, die euch ja nicht getriggert hat oder so. Aber bitte nicht, fügt euch selber keinen Schaden zu, bitte. Ja, gut. Also gehen wir mal in Medias Res. Wie der Lateiner so schön sagt, ne, Bruce? ich weiß gar nicht, spricht Bruce Latein? Nein. Nö, aber der kann es vermutlich lesen, aber das kann ja jeder. Ja, lesen kann das jeder, nur verstehen. Halt nicht, ja, ja. Ne? Ja. Vielleicht ein bisschen noch, aber. Hm. Ja. Okay, was hat Bruce denn gemacht in der Zeit, in der er eigentlich in der Wüste verschwunden war? Ja, das, ich sag mal, für detailliertere Sachen, auch über das Gespräch mit Malcolm kann man ja, ne, mal Patreon werden und gucken. Ansonsten ist er halt auch viel jetzt mal durch den nördlichen Bereich der Wüste gewandert. Wer die letzte Folge Hunter geguckt hat, weiß doch, dass er jetzt nicht so viel Bock mehr hat, mit Anna irgendwie rumzuhängen. Das mal so leger zu sagen. Und wird vor allem auch in der Nacht, wo er dann leider nicht zugegen war, mit der Sache mit den Teenagern, halt einfach nochmal viel über die Sache nachgedacht haben, auch über das Gespräch mit Malcolm und so weiter. Und ja, wirklich einfach nur wie ein Streuner halt, ne, durch die Wüste gewandert. Dabei ja jetzt immer so einen großen Tracking-Rucksack auf dem Rücken, der oben immer offen ist, weil da eine Katze rausguckt, wenn sie möchte. Und ja, als dann also von dieser Nacht, ich habe ja quasi eine Nacht nochmal für mich genommen, für Bruce, habe ich wahrscheinlich so kurz bevor die Sonnenstrahlen aufgingen, Bruce ist ja also nicht so empfindlich wie andere, würde dann doch den Entschluss gefasst haben, dass jetzt echt die Zeit ist, mal was zu machen, also am nächsten Abend. Und ja, hat sich dann in eine der unzähligen Höhlen da verzogen, die es da ja gibt. Da hat er sich ja dann immer nachts auf oder tagsüber aufgehalten. Und bin dann zu Beginn der nächsten Nacht, so, als die Sonne komplett weg war, noch die letzten Sonnenstrahlen so über die Wüste scheinen, habe ich mich dann aufgemacht, soweit alles gepackt. Boogie ist natürlich mit dabei. Und wahrscheinlich würde er sich zuerst wieder mal zum Club begeben, dann auch wieder über die altbekannten Wege durch die Kanalisation und hoffen, dass er nicht wieder irgendein Dicker ist, der sagt, kommst du nicht vorbei. Nö, mittlerweile weißt du ja, wo du dich nicht aufhalten darfst. Oder zumindest meinst du das zu wissen. Richtig. Ja. Zumindest gibt es hier unten in der Kanalisation keine Kameras, von denen du wüsstest. Also von daher ist das ziemlich gut. Und hier durch die Verborgenheit zu krabbeln. Was natürlich nicht ganz so gut ist, ist, wenn du dann bei einem Club auftauchst und natürlich einen Geruch von dir gibst, der weit von gut und böse ist, weil in der Kanalisation normal Dinge sind, die in der Kanalisation sind. Von daher wird wahrscheinlich, wer hat von euch Heightened Senses?
Sam, glaube ich, auf jeden Fall, ne? Ronan auch. Das heißt, die sind ja auch ständig an. Das heißt, ihr werdet Bruce, bevor er auftaucht und irgendwo klopfen kann, wahrscheinlich schon 10.000 Meilen gegen den Wind riechen. Und auf jeden, ich weiß, ihr wisst nicht, dass es Bruce ist wahrscheinlich, aber da stinkt irgendwas bestialisch und nähert sich. Ja, das, also ich werde vermutlich dann auch wieder so ein Gullideckel vorher irgendwie rausgeklettert sein. Da ich allerdings jetzt auch nicht weiß, denn Bruce hat so ein bisschen Angst davor, dass Anna im Club auf ihn wartet oder so, traut ihr ja gerade alles zu. Und ich einen ziemlich guten Freund habe, der ziemlich geschickt ist, würde ich mich dann irgendwie an so eine Wand neben ansetzen, da ist ja noch Baustelle, dann würde ich so gegen meinen Rucksack klopfen. Und Moment. Dann fährt ein Monster-Truck vorbei. Dann Boogie, kommst du raus? Krabbelt nach draußen, ja. Kannst du mal schauen, wer drin ist? Wenn Anna da ist, dann hau sofort ab. Wenn die anderen da sind, dann weiß ich nicht, sag mir Bescheid. Und ich hole noch zur Untermalung meines Angebotes so ein Leckerchen raus, was ich noch im Rucksack habe. Spiele damit so mit den Fingern darum. Ja, die Katze verschwindet im noch im Bau befindlichen Eingang. Weil der Club von Sam ja immer noch sich im Baustadium befindet. Er ist schon etwas weiter fortgeschritten, aber naja, so eine richtige Diskothek und so einen Club aufzumachen, das erfordert natürlich schon starke Umbaumaßnahmen. Und wer mal irgendwie auf dem Bau war oder mal irgendwie ein Haus irgendwie gesehen hat, wie es hochgezogen wird oder renoviert wird, das dauert seine Zeit. Ja. Das heißt, die Katze verschwindet erstmal um die Ecke. Und drinnen nehmen Sam und Ronan in diesen merkwürdigen Geruch wahr. Die Frage, ob Jelly gerade noch was sagen möchte. Ja! Ja. Die guckt erstmal wie so ein Auto. Was? Okay, Kurzfassung. Andrew hat mit Wissen von Veronica, Malcolm, dem Erzeuger von Scarlet und der Hilfe von Frank, diesem Malkavianer-Primogen, meine Mutter, die keine Kinder mehr bekommen konnte, in die Stadt gelockt und hat irgendwas mit ihr gemacht, dass sie mit mir schwanger geworden ist, um Katharina wieder zurückzuholen. So, ganz grob die Kurzfassung. Kurz und schmerzlos. Wer ist Katharina? Moment, ich habe ja das Foto von den beiden aus Paris. Da, seine Frau. Was für ein Arsch! Kann man jetzt so oder so sehen? ja. Okay. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Es stinkt hier. Es riecht nach Nosferatu. Ich bin allein gekommen. Siehst du was? Wir können ja mal beides Sense der Anziehen benutzen. Oder ich würde es Sense. Ja, ich mach das auch mal. Ich kann es ja auch. Glaube ich. Das war ein Rouse, ne? Genau. Mhm. Noch mehr Hunger. Moment, wo ist es denn? Ein Rauszeck. Das war Blutschub oder das war, was war das ja. Auf Deutsch? Eine 10. Sam wird hungriger und ja. Ronan nicht. Puh. Auf welchem Hunger bist du jetzt, Sam? Bei 2. Ja, das ist ja niedlich. Es geht alles noch. Wits und Auspacks. Okay. Ja. Nur noch mal so für Dumme. Es hat nicht geklappt, richtig? Weil du bist du. Du bist nicht sie. Das ist die Frage. Das lässt sich jetzt... Schau sie sie doch an. Schau dir dieses Bild an. Ja gut, Menschen klonen kann man heutzutage auch. Aber das heißt nicht, dass du sie bist. Hä?
Das war falsch. So. Ich weiß es nicht, ob ich ich bin. Ich weiß ja nicht, wie sie vom Charakter her war. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht mir darum, ob du dich an, keine Ahnung, wo ist das, Paris vor 200 Jahren? 50? Ich bin schlecht in Geschichte. Hab nicht wirklich aufgepasst. Das war 80 Jahre? So grob? Nicht ganz? Nein. Also ich hätte es war vor dem Zweiten Weltkrieg oder am Beginn vom Zweiten Weltkrieg, irgendwie sowas um den Dreh rum. Ja, okay, aber du kannst dich daran nicht erinnern. Richtig? Nein. Dann hat es wohl nicht so funktioniert, wie er es wollte. Also, habe ich ja auch gesagt. Und noch ein paar andere Dinge. Ja, und ich habe dir dazu auch gesagt, dass wir das ja nicht wissen können. Vielleicht hat... Vielleicht hätte Fahrradkette. Okay, ich glaube, diese Diskussion wurde schon mal geführt ohne meine Anwesenheit. Sorry, du warst weg. Was? Also beide fangen an, sich parallel umzugucken. Ja, was? Was? Hier stinkt's. Hier stinkt's wie Gullideckel. Ich möchte nur sicher gehen, dass nicht zufällig ungebetener Lauscher hier rumlauscht. Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, dass es total praktisch wäre, wenn jeder von uns ein Kilo Mehl mit sich rumschleppt? Was sollen wir mit einem Kilo Mehl? Sobald ihr das Gefühl habt, jemand ist da, streut ihr das in die Luft. Die sind immer noch körperlich hier. Wir können sie nur nicht sehen. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein toller Ansatz. Klappt aber nicht. Woher willst du das wissen? Hast du das schon mal ausprobiert? Ich bin Ihre. Nicht auf alles. Letztendlich ist das ein Grundproblem beim Verständnis von Verdunklung, weil du verschwindest nicht. Du sorgst nur dafür, dass man dich nicht wahrnimmt. Es ist keine richtige Unsichtbarkeit. Ja, aber dann sollte man die Leute doch sehen, wenn man sie plötzlich mit Mehl vollkippt. Du würdest dann bewusst das Mehl dahin werfen, wo die Person nicht ist. Ja, beziehungsweise du würdest sie auch mit dem Mehl nicht sehen, weil sie ja machen, dass dein Kopf ist nicht wahr. Sie sind nicht unsichtbar, aber du wirst quasi, deine Aufmerksamkeit wird immer wieder davon weggezogen. Aber wir hätten einen Nosferatu voller Mehl und das würde ihn garantiert ankeksen. Das ist richtig. Und dann würde er früher Bäcker definitiv beschweren, würde ich mal behaupten. Aber je nachdem, welcher Nosferatu das ist, weiß ich nicht, ob ich ihn wütend erleben möchte. Joe war auch schon hier. Joe weiß, wie er rein und rauskommt. Toll! Und Joe gehört zu den Menschen, die ich ganz... zu den Kaniten, die ich ganz sicher nicht wütend erleben möchte. Aber ich sehe nichts. Auch nicht. Aber der Geruch... Also entweder ist jemand da, der deutlich besser ist als unsere Sinne, was mich nicht minder beruhigt, aber am besten ist, wir sehen einfach mal nach. Ruhig, Tiger. Nein, vielleicht ist Jelly. Es auch einfach nur ein Obdachloser. Und trotzdem gehen wir nicht unbewaffnet hier raus. Bei dem, was wir erfahren haben. Ich sag ja nur, dass wir nicht jedem direkt eine Knarre in den Mund stopfen müssen. Das habe ich noch nie. Nicht ihr beide. Vor allem nicht so, wie ihr gerade drauf seid. Ich gehe vor. Das ist eine tolle Idee. Jelly, nein. Du gehst nicht vor. Tja. Ja gut, dann gehe ich. Gut. Ich habe eine viel bessere Idee. So, brummelt so ein bisschen Richtung Sam. Weißt du, ich glaube, es hat noch nie jemand versucht, einen La Sombra zu fesseln. Das wäre jetzt, glaube ich, an dieser Stelle mal wirklich witzig. Wie laut sagst du das? Leise, geflüstert. Okay. Gut, dann geht Scarlett einfach weiter ihres Weges durchs Büro und durch die Tür raus. Das ist keine gute Idee, Ron. Ja, wenn du draußen stehst, siehst du draußen eine Katze, die da herumstromert. Ich bleibe ruckartig stehen, weil ich weiß, dass Tiere für gewöhnlich sehr
panisch reagieren auf mich. Ja, das Tier guckt dich nur ein bisschen schief an. Du bist komisch. Ja. Jetzt kriegst du so einen Du-auch-Blick. Ja. Was ist da, Scarlett? Eine Katze. Und die rennt nicht weg. Wie sieht sie aus? Wie eine Katze. Guckt durch die Tür. Buggy! Oh mein Gott! Jenny ist aus der Tür und weg! Ich nehme an, das werde ich hören. Ja. Habe ich schon mal irgendwas über Impulsivität vor einiger Zeit von mir gegeben? Ja, ich stehe ruckartig auf. Gehe so mal. Wo warst du? Wo ist Bruce? Was hat sie getrieben? Ja, in dem Moment komme ich wahrscheinlich dann so. Dabei kraule ich ihn so zwischen den Ohren. Stress, so Stressbewältigung. Ist es Boogie, der so stinkt? Ein bisschen. Ready? Bruce! Es ist Bruce! Ich gucke so nach oben. Also meine ganze Kleidung ist irgendwie noch ein bisschen zerschlissen. Mein Hosenbein tropft so noch. Und man kennt, woher der Gestank kommt. Sam dreht sich wieder so. Nö, heute nicht. Er wird auch so ein bisschen vielleicht von dem, ne, von dem Aufenthalt irgendwie das Gesicht ist so ein bisschen ja, mehr eingefallen als sonst. Ich bin sowieso blass, tot, aber vielleicht habe ich noch mehrere Shades of White in meinem Gesicht. Ist mir sowas von egal, du wirst jetzt von einem Dünnblut umgetackelt. Was dir quasi anspringt. Wo warst du? Warum verschwinden alle? Tu das doch nicht einfach! Braune. Meine Güte! Jelly. Haben wir irgendwo einen Gartenschlauch? Das ist dein Club. Du haust im Keller, wo wir so Zeug aufmachen. Ich schau normalerweise nicht nach Gartenschläuchen. Gibt vielleicht einen Feuerwehrschlauch oder so. Schaumparty. Ah. Bruce wird auf jeden Fall gerade sehr, sehr heftig gedrückt. Im Moment, also ein Moment lang ist die Überraschung und Schock. Oder entweder oder, du weißt es nicht genau. Stehen so ein bisschen ins Gesicht und dann Jelly. Dann drücke ich auch nochmal so zu. Liegt so auf dem Boden. Oh. Was ist mit dir passiert? Schau dir so ins Gesicht. Lange Geschichte? Die habe ich auch. Wie geht's dir sonst? Ich stehe mich mal wieder auf. Plack. Ah. Hi, Leute. Bruce, du bist zu spät. Entschuldigung. Du Arsch! Wo bist du gewesen? Wir haben auf dich gewartet, so lange wie es geht. Du stinkender, verdreckter Arsch! Also auf die Hose. Ich kann das erklären. Ron, hast du irgendwelche Wechselklamotten im Keller? Ich möchte Bruce ungern so bei mir im Büro haben. Ich glaube, das sieht dann aus wie beim Hulk, aber ich kann mal gucken. Hauptsache, dir geht's gut, Jelly. Es gibt schon genug Scheiß hier ab. Was du ja sehen kannst, sind die zahlreichen Wunden, die Jelly noch hat. Mhm. Deswegen, ich starre da auch sehr, sehr ungelimhaft und hafte natürlich auch drauf. Erstmal machen wir dich sauber. Ist das so schlimm? Ich riech das nicht mehr. Ja. Es ist schlimm. Du riechst wie Nosferatu. So mit den Schultern. Und du siehst fast auch nicht einer. Jelly, zu wichtigen Dingen. Wer hat das mit dir gemacht? Sie vielleicht so eine Strähne wählen, dann ist da so eine Narbe. Das ist schwierig zu erklären, aber anscheinend war ich das. Und ich heb mal die Hand, wo so diese Stiftwunde immer noch so leicht vor sich hin blutet, weil ich mir ja beim letzten Mal anscheinend einen Stift durch die Hand gerammt habe. Ja,
Entschuldigung. Nee, ich hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, ich, wie gesagt, es ist kompliziert. Ich erklär's dir in Ruhe, okay? Aber komm erst mal an, du siehst furchtbar aus. Also wirklich, wirklich furchtbar. Kann sein. Das gerade jetzt für Jelly. Was? Ihr seht alle furchtbar aus. Ey. Hast du in den letzten zwei Tagen mal in den Spiegel geschaut? Ja, habe ich tatsächlich. Kurz nachdem ich Isaiah über den Weg gelaufen bin. Keller. Ah, sind da nicht die... Ist egal. Oder, Bruce wusste von unseren Plänen, also. Abmarsch. Ach ja, die Pläne. Teenies, ja. Die sind im Keller. Ja. Zumindest einer davon ist ein Thinblatt, ja. Jetzt lasst ihm doch erstmal einen Moment. Ich glaube, wir müssen langsam aufhören mit hier. Lass ihm doch mal einen Moment. Und wir treten schon seit Ewigkeiten hier auf der Stelle. Bruce geht schon da unten. Wobei ich sagen muss, mit diesem Moment lassen in Bezug auf das Tier ist vielleicht manchmal gar nicht so doof. Ist okay, das war eh der Plan. Tap, 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 tap. Wenn die Tür aufgeht und wer geht zuerst rein? Unten in Ronan vor oder was? Bruce ist ja jetzt vorgegangen, also würde ich schon quasi hinterher stopfen. Ja, wenn du rausgehst, siehst du zwei Teenager, die sofort an die Gitterstäbe dran und dann so dich ein bisschen enttäuscht angucken. Wieder zurück auf ihren Sitz sitzen. Ja, ich guck die an, sehe diesen enttäuschten Blick und dann denk mir, ach, leck mich doch am Arsch. Dann gehe ich einfach irgendwo anders hin, wo die beiden mich nicht sehen, wenn es da auch noch eine Zelle gibt oder so. Ja, es gibt noch eine dritte Zelle, aber ja. Oder sowas ja. Also wir werden bestimmt da irgendwie die Möglichkeit haben, dass man sich gut sauber machen kann oder so. Ein Bad. Und dann gibt Ronan mal Wechselklamotten raus, die für seine Statur gedacht sind. Aber hey. Guck mir mal so die andere Zelle an. Will mal so abschätzen, ob da genug Platz wäre für mich. Es ist eher so ein Bad, hat der Rerion gerade gesagt. So. Achso. Also wir haben zwei Zellen und ein Bad. Wird das Bad reichen? Für was? Dass ich da übernachten kann. Ich bin ja nur mal als Obdachlos. Klo und Dusche. Also so eine Sportdusche nur. Was? Ja, dann wasche ich das halt irgendwie so grundlegend alles ab. Würde mir vielleicht von Jelly Boogie reichen lassen. Wo ich gerade mal da bin. Du stehst auch schon seit Tagen. Ja, und dann quetsche ich mich. Boogie versucht zu entkommen. Ja, zu Recht, aber den habe ich ja gut im Griff. Ja, und dann quetsche ich mich in die vermutlich ein bis zwei Größen zu kleine Hose. Ja, Bauch einziehen. Ich hab bestimmt irgendwo eine Jogginghose. Moment. Jogginghose. Ich glaube, die wäre besser. Ja, die kneift schon. Nur ziemlich. Ja, dann ist das so. Okay. Und bloß nicht hinknien sonst. Ja, sonst habe ich halt so eine Hotpants oder so. Also. Ja, sexy Motherfucker. Hosen werden eh überbewertet. Das ist richtig. Lassen wir das. Gut, okay. Scheiße, Bruce, wir haben uns verfickt nochmal Sorgen gemacht. Unzuverlässigkeit ist eigentlich nicht so deine Visitenkarte. Ich schaue so ein bisschen auf den Boden. Ich weiß. Aber, also, es ist auch überhaupt kein Geheimnis. Also, Bruce will, ne,
Also verbergen kann ich Worte, davon kann ich Rede sein. So dieses, er ringt gerade nach Worten. Ja, ich habe eine scheiß Nacht gehabt. Sam, Schnaps. Irgendwas Bestimmtes? Nein. Danke. Stark? Oder noch für mit ein bisschen Genuss? Genuss? Stark, okay. Ich will ehrlich sein, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht das Wichtigste zuerst. Wir haben ein Problem weniger. Das mit den Huntern hat sich erledigt. Oh, was ein Glück. Zumindest vorübergehend. Du siehst so einen etwas traurigen Blick in deine Richtung. Wie meinst du, das hat sich erledigt? Sind tot. Hast du sie getötet? Nein. John? Ich schaue so nach links und rechts. Malcolm? Ah. Gut, das macht Sinn, ja. Ich, okay. Von vorne. Ich habe ja auf Anna gewartet. Das habe ich euch ja gesagt. Und sie kam wieder. War alles gut. Und dann ist uns aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich bin nach draußen gegangen, da war so ein junger Typ, irgendwie wuschige Haare, ist gerade weggegangen. Und der hat eine Kamera an unserer Tür platziert. Dass das kein Typ von dem Motel ist, war ja dann klar. Und ja, aber das kam ja später. Auf jeden Fall sind Anna und ich erstmal nach draußen gegangen und da kam dieser komische Typ mit dem Sprachfehler. Der Spanner. Wanze. Ja, ganz genau. Ich denke mal an Zecke. Und der hat dann uns eben gesagt, dass die ganz in der Nähe sind, in einem Van und uns beobachtet haben. Und dann stand die Frage im Raum, weil ich meine, du weißt das ja, ich kann das nicht verheimlichen, konnte das nicht verheimlichen. Ich wusste ja, wo die waren, sein sollten. Und Anna wusste das auch und sie wollte da sofort hin, die alle umbringen. Es wäre einfacher gewesen für uns, aber ich konnte das nicht. Ich konnte das nicht zulassen. Die hätte die auseinandergerissen. Also, sowas von. Ich habe versucht, sie davon abzubringen, weil, ich meine, es mussten ja nicht zwangsweise die sein, die sie damals gecatcht haben. Und ich hatte sowieso noch eine Idee gehabt mit denen, aber ja, ich konnte sie nicht aufhalten. Sie ist dann zu der Bude hin, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr und ja, was dann noch passiert ist, ist auch egal. Bin auf jeden Fall dann zurück zum Motel und da lag eine Nachricht. Ein Hemd und Katzenfutter, aber das ist auch egal. Und es war ein Angebot, also es ist nicht wirklich ein Angebot. Sie haben sich entschuldigt dafür, dass sie in meine Bude angebrochen sind und haben ihre Nummer hinterlassen. Ich meine, ich war aufgebracht und so scheiße gelaufen. Dann habe ich sie über das Motel angerufen und ausgemacht, dass wir lieber reden sollten, als dass sie in ihre Bude zurückgehen, da sie sonst wahrscheinlich tot wären. Und dann haben wir uns in der nächsten Nacht getroffen. Wir waren zu viert, schreibt dann die Hunter. Und ich habe
versucht ihn deutlich zu machen, dass wir wirklich nicht das Problem sind und dass es hier andere Scheiße am Laufen gibt und so. Und dafür musste ich halt ein bisschen ausholen. Ich schaue so kurz da unten. Ja, ausholen. Und dann Überraschung. Wie ausholen? Ich habe erzählt, generell, wer wir so sind, dass wir nicht das Hauptproblem sind. Dass du hast erzählt, nur... wer wir sind. Nein, ich habe eure Namen nicht genannt. Wirklich nicht. Okay, du hast gesagt, was wir sind. Was wir sind, wussten die schon. Die Informationen hatten die schon. Ich habe nur gesagt, dass es noch eine andere Gruppe gibt, die deutlich mehr Probleme macht. Also diese Anarchen, die gerade... Ich habe was, eine Truppe aufstellen, habe ich gesagt, irgendwie sowas. Oder egal, auf jeden Fall machen die Probleme. Und dann, ja, kam halt der Punkt, dass sie gefragt haben, warum wir nicht einfach gehen. Und das Rumdrucksen hat jetzt nicht so viel gebracht. Und da habe ich die Beben ins Spiel gebracht und dass wir halt nicht, wisst schon, raus können. Und du hast Vampirjägern gesagt, dass wir hier gefangen sind wie die Ratten in der Falle. Was glaubst du, hätten die mit diesem Wissen gemacht? Weiß ich nicht, denn in dem Moment hat sich einer von denen als Malcolm entpuppt und hat die drei zu Schaschlik verarbeitet. Das wahrscheinlich hätte er mich auch killen wollen. Ich bin dann abgehauen. Das war unser Glück, dass er das gemacht hat. Ja. Malcolm hat sich als einer von denen getarnt. Scheiße, jetzt habe ich Angst. Vor wem? Vor jedem! Ich meine, wir hatten sowas ja ohnehin vor, ein mögliches Bündnis mit ihnen einzugehen. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Aber nicht, indem wir Informationen über uns preisgeben, die uns direkt ans Messer liefern. Was hätte ich denn machen sollen? Ich kann eh nicht lügen. Ja, da haben sie leider genau den richtigen oder den falschen erwischt. Wie und dass wir hier nicht raus können, das ist ja nur mal eine Tatsache, sonst wären wir einfach weg. Also irgendwas muss es ja gehen, dass wir hier nicht weg können. Aber da sie das nicht gewusst haben, scheinbar, besteht halt, entweder war das ein Test oder die, ich nenne sie mal der Dachverband, weiß das auch nicht. Wie auch immer. Ich hoffe Letzteres. Das auch. Und dank Malcolm bleibt es auch so. Ja. Aber wie kann es sein, dass du ihm entkommen bist? Und dass du jetzt hier stehen kannst? Ach, ich kann ja nicht die Klippe runterfliegen. Klippe runterfliegen? Ich habe eine Abkürzung genommen. Seit wann bist du wieder in der Stadt? Seit... Schaut auf die Uhr. Ein paar Stunden. Dann scheint er dich nicht töten zu wollen. Sonst wäre das schon längst passiert. Ja. Und Anna? Ich habe meine Sachen gepackt und bin da weg. Also haben wir jetzt niemand mehr, der Anna halbwegs in Schach halten kann. Sehe ich das richtig? Ja. Wir müssen in die Wüste. Wir müssen zu einer von diesen Partys. Ach, das weißt du ja nicht. Partys? Kurz gesagt...
oder um auch kurz auszuholen, der Buscrash, wie ich in die Stadt gekommen bin und Jelly und Diego und Joao. Wir wohnen, also außer Jelly, weil die hat sich einfach dazu gemogelt. Wir drei wurden beauftragt, damals von unserem Prinzen etwas zu untersuchen. Unter den Jugendlichen in der Stadt war eine neue Droge im Umlauf, die sie austicken lässt und zu Gewalttätigkeiten führt. So, falls dir das jetzt ein bisschen bekannt vorkommt. Ich habe dann so eine Droge in die Finger bekommen und tada, Kainitenblut ist drin. Und unser Freund dort vorne, unser Quarterback, der hat erzählt, es werden voll geile Rave-Partys in der Wüste gefeiert, wo die voll die geilen Shots kriegen. Sie haben zwar ständig Filmriss, aber es sind voll die geilen Shots und da geht seine ganze Stufe hin. Rechne mal. Von so 15, 16, 17 gehen dort alle hin. Sie kriegen GPS-Daten gemeldet, wo es stattfindet. Dann hat man noch diesen Schnitzel-Schatzjagd-Effekt. Und wenn meine Theorie stimmt, trinken die dann immer schön vermischtes Vampirblut, womit sie sich gulen und dann muss nur einer kurz zubeißen, denjenigen austrinken und schon ist es passiert und zack ist der Filmriss da. Und nachdem Anna ja eh schon Tendenzen in Richtung der Anarchen gezeigt hat und ihr euch jetzt getrennt habt, weil ich glaube wirklich, dass du so der einzige Grund war, der sie noch davon abgehalten hat, direkt denen in die offenen Arme zu laufen. Und wir wissen ja, dass Anna ein wenig Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle hat. Falls sie jetzt bei ihnen ist, falls sie bei einer Party... Ist euch das bewusst, wenn sie auf einer dieser Partys ist, was da passieren könnte? Wir sollten. Die Anarchen würden nicht zuschauen, dass Anna sie ihre Armee zerreißt. Nein, aber stell dir vor, sie füttern sie zusätzlich mit Gängelblut. Dann sind wir am Arsch. Deswegen haben wir, also falls du dein Handy mal anmachst, Bruce, wirst du bestimmt an die 200 Anrufe in Abwesenheit oder so haben. Ich habe kein Handy mehr. Ah. Vernünftig. Das erklärt's. Aber wir brauchen dich für die Wüste. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass eine Horde Jugendlicher spurlos in der Wüste rumeiert. Ich auch nicht. Wir sollten eh zusammenbleiben. Wir haben schon wegen den Partys gesagt, wir gehen entweder alle zusammen oder es geht keiner. Außerdem läuft uns die Zeit davon. Ja. Wenn irgendwer, wir haben es durchgesprochen, aber wenn irgendwer herausbekommt, der deutet mal so auf die beiden, dass es davon 30, 40, 50 gibt, geht umgehend der Befehl zur Blutjagd. Dass alle Dünnblütigen in der Stadt ausgemerzt werden müssen. Und das obliegt dem Sheriff. Und wenn ich einen direkten Befehl verweigere, bin ich meinen Kopf los und der Befehl ergeht dann an die nächste Instanz und das wäre Malcolm. Naja, ist jetzt nicht offiziell, ne? Aber vielleicht macht es auch Amanda oder so. Aber da er meistens für Sachen herangezogen wurde, wo ich gerade nicht zugegen war, liegt es halt jetzt nah. Und wir haben gesagt, wir müssen erst die Quelle finden und den Zufluss abschneiden, bevor wir uns um die kümmern, die bereits verwandelt sind. Weil wir eben auch nicht wissen können, wie viele davon schon verwandelt sind.
Und die Quelle finden wir am ehesten auf, oder der Quelle kommen wir am nächsten, indem wir auf diese Partys gehen. Aber vielleicht ist die Gefahr jetzt erstmal gebannt von dieser einen Seite, aber ein Team von Huntern, das verschwunden ist und sich nicht zurückmeldet bei der Zentrale, das sind keine Anfänger. Schicken dann mit Sicherheit kein, ich sage mal, Infiltrationsteam, sondern ein Cleaner-Team. Was ist, wenn Malcolm die Rückmeldung gibt? Wenn er sich als einer von den Huntern getarnt hatte? Begrenzt wird das mit Sicherheit klappen, aber vielleicht nicht, aber bestimmt nicht dauerhaft. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er versucht, uns Zeit zu, oder den Kainiten in dieser Stadt jetzt mal global gesprochen, Zeit zu erkaufen. Yep. Hat er was erwähnt. Ich würfel mal ganz kurz was. Also ich gehe mal davon aus, dass wir Ronan sehen. Ronan, du siehst, also sowieso Bruce sitzt halt irgendwie gerade an so einer Ecke, wahrscheinlich jetzt eine nasse Jogginghose oder sowas. Hat er noch seinen so Sweatjacke an und sowas und der spielt mit irgendwas in seiner Tasche. So groß, vermutlich. Ist das ein Feuerzeug, mit dem du da rumklickerst? Nein. Du machst mich nervös. Das Ding macht mich auch nervös. Ui. Aha. Würde das dann mal geben? Also die Münze. Ja. Das habe ich bekommen. Siehst du das an? Fuck! Beschreib die Münze nochmal kurz für die, die es nicht wissen, weil sie den Text nicht lesen konnten. Das ist eine gute Sache. Ich meine, es war auf jeden Fall eine goldene Münze. Auf jeden Fall, wo ich glaube, jetzt muss ich mich noch selber richtig dran erinnern, so arabische Schriftzeichen auf jeden Fall auf der einen Seite drin waren und auf der anderen, glaube ich, so eine stilisierte Schlange. Mit einem Schwert, die sich um ein Schwert ringelt, ja. So eine Scheiße. Schnippt die dann in so eine, fast in die Stirnrand, die sie fast fallen lässt. Also doch noch mehr Probleme. Super. Was hast du die denn her? Was ist das? Was ist das? So, ich habe meine Quellen. Valid Setit. Was? Die Attentäterfraktion des alten Setiten-Clans. Großartig. Wie kommt die in die Stadt? In strenger Konkurrenz zu den Banu Hakim oder den früheren Assamiten. Hä? Was soll immer das bedeutet? Wo hast du die her? Ich hab... Also nicht von... Bruce, hör auf rumzudrucksen und erzähl einfach. Du kannst eh nicht lügen. Man sieht es dir ins Gesicht geschrieben, dass du was sagen möchtest. Nein, das nicht. Ich will ehrlich sein, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich hab's von keinem von dem. Das ist nicht so weit. Aber es gibt Sachen, die sollte ich noch nicht erzählen vielleicht. Mal gucken. Dann sag's nicht. Alles okay. Nein. Nicht alles okay. Entweder wir stehen zusammen und haben keine Geheimnisse mehr voreinander. Oder unsere Wege trennen sich hier und jetzt und jeder steht für sich alleine. Gilt das für jeden in der Runde oder nur die schon von Anfang an dabei waren? Tut mir leid, Scarlett. Ich kann auch rausgehen, kein Problem. Es gilt für alle, die jetzt hier anwesend sind. Ist von Malcolm? Ja, klar. Das passt. Das heißt, ja, klar. Ronan, erklär es uns. Er ist ein Banu Hakim. Also, zumindest gibt er das vor zu sein. Aber nehmen wir an, zwei Attentäter-Gilden, bestimmt als bei Assassin's Creed hier, zwei Attentäter-Gilden
liegen seit Jahrhunderten im Streit und Krieg miteinander und löschen sich immer schön gegenseitig aus. Wenn Malcolm sowas übermittelt, kann das entweder eine Art Versprechen sein, dass er ein Auge hat, das wäre möglich, oder dass es ein Hinweis ist, dass es noch jemanden in der Stadt gibt, und zwar einen von denen. Wäre es dann aber nicht einfacher zu sagen, du, pass auf, es gibt einen Setiten in der Stadt? Ja, natürlich wäre es einfach. Aber wer sagt denn schon immer genau das, was er denkt, außer mir? Bruce? Ja. Hm. Leider. Ihr jetzt mal ausgenommen. Ihr wisst schon, die Strukturen da oben und so. Okay, und was machen wir jetzt mit der Info? Ja, im Zweifelsfall haben wir eine Schlange hier in der Stadt. Wie schön, ist ja Texas. Im Zweifelsfall schnell rennen, die können ziemlich üble Sachen tun. Nur es wird keine Klapperschlange sein. Aber das kann alles Mögliche heißen. Könnte auch eine Warnung sein. Ernsthaft, dann sollen sie einen doch einfach abmurksen. Ich bin's leid. Ich bin so leid, diese... Sam, ich bin noch nicht so lange dabei. Also ich glaube jetzt ein Jahr mehr als... außer Scarlett. Und Scarlett wird jetzt bestätigen können, keiner sagt direkt so, haha, Peng. Es geht um das Spiel. Okay, wie können wir das Spiel kaputt machen? Indem du das Rad kaputt machst. Wunderbar. Na dann, auf geht's. Fahren wir in die Wüste und suchen die nächste Party-Location so oder warten wir, bis wir eine Nachricht bekommen? Und was nehmen wir alles mit? Wie bereiten wir uns vor? Naja, der Punkt ist so... Und was machen wir mit den zwei im Keller? So werden wir vermutlich nichts finden, außer dass sie da waren. Wenn wir allerdings auf die Nachricht warten und dann geballt dahin fahren, haben wir es mit einer ganzen Traube aus Teenagern zu tun und können keine Disziplin anwenden, ohne die Maskerade zu brechen. Naja, du hast es gehört, die haben regelmäßig Filmrisse auf das Zeug. Ja, aber dann haben sie unsere Gesichter. Wenn dieses Zeug so wirkt wie eine Droge, bin mir nicht sicher. Also ich habe keinen LSD-Trip mitgemacht, aber ich kenne Leute, die haben das. Ob die danach noch realisieren, dass es real war, die wissen, dass wir auf der Party waren. Ja, und? Du, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Ich war mal ziemlich schon auf Koks, aber das ist... Entschuldigung, meine Familie hat damit gedealt. Verwenden die auf den Partys sowas wie Bühnennebel? Sam? Die warten eh auf dich. Hä? Die beiden da. Die waren schon so ganz enttäuscht, als du gerade nicht reingekommen bist. Kannst du ja nochmal nach zwei, drei kleinen Details fragen. Kann ich machen. Aber Bühnennebel können wir zur Not auch selber zur Party mitbringen. Das sollte nicht das Problem sein. Darum geht's nicht. Es geht darum, ob plötzlich ein Nebel auffallen würde, wenn er zufällig über die Party wandert. Und ja, wir haben dann noch die beiden. Ich weiß. Okay, dann versuche ich mal noch ein bisschen mehr über, was auf der Party alles so abgeht, Dresscode oder sonst was rauszufinden. Vielleicht auch, ob irgendeine Gestalt besonders auffällig war, sei es von den Tätowierungen her oder irgendwie eine Auffälligkeit. Dass wir zumindest einen Anhaltspunkt haben, ob wir einen der Anarchen wiedererkennen oder Adam anhand seiner Tattoos. Oder ob, keine Ahnung, ein Punk mit violetten Haaren dabei war. Ja. Sorry, Bruce, ich würde dir echt gerne ein bisschen Ruhe gönnen. Nee, schon in Ordnung. Jetzt war also mit der Kapuze, hab die Flasche genommen. Es ist irgendwie sowas Fieses in Richtung, als der gute Captain Morgan noch 70% hatte, sowas. Ja, leider bringt es ja nichts mehr. Ja, ist aber, es geht aufs Prinzip. Ich hoffe, du hast vor, die zu teilen. Reicht die so rüber. Jelly?
Du kannst davon noch besoffen werden. Und vielleicht brauchen wir alle bei klarem Verstand. Nur wenn ich will. Kannst du? Ja. Du kannst das entscheiden? Das könnte ich auch gerne. Ja, kommt drauf an, was ich davon verwenden möchte. Ja, und so packt sich mal zu Bruce vor, also so über die Schulter. Ich hätte es genauso gemacht wie du. Danke. Das tröstet mich. Leider. Was genau hättest du genauso gemacht? Ich hätte es vermutlich genauso verbockt. Du hättest Vampirjägern offen zugegeben, was wir sind und was wir für Probleme haben? Vampirjägern, als ob, das waren nicht so stereotypisch Kerle. Die waren alle nett. Den konnte man alle reden. Die hatten auch keine Ahnung, wie wir ticken. Die hatten alle so Ennas und was weiß ich für Leute kennengelernt. Wahrscheinlich Pnavas auch noch oder sowas. Die haben gedacht, wir rennen hier Berserkern durch die Straße und killen alles. Das Einzige, was die von uns hier kannten, war das Video von Anna in der Bar. Du verstehst noch nicht das Spiel, Bruce. Die waren vielleicht nett. Das Spiel ist mir scheißegal. Auch wenn dich das jetzt schocken macht. Es tut mir sehr leid, das Spiel ist mir wirklich scheißegal. Dir ist es also egal, wenn tagsüber einfach Menschen auftauchen, die dich abschlachten, dass das Letzte, was du mitbekommst, ist, dass brennende Sonnenlicht in deiner Fresse ist? Genau das ist es ja. Die hätten uns nicht abgeschlachtet. Ich habe mit ihnen geredet. Sie wussten nicht, dass wir so sind. Das ist richtig, aber das war der Punkt, an dem ich mit den Leuten reden wollte. Vielleicht sind zwei, drei Sachen zu viel gesagt worden, ja. Ja, das weiß aber ich jetzt auch. Unterm Strich wollten wir alle gucken, wie sie sind und mit ihnen verhandeln. Aber nicht das, so, dass sie alles wissen und wir nicht. Scarlett, es ist jetzt passiert und es wurde bereinigt. Es ist richtig, aber nichtsdestotrotz, ich bin mir nicht sicher, ob Bruce die Lektion verstanden hat. Oh, die habe ich verstanden. Ich glaube, er hat leider alles verstanden. Alles. Man sieht echt so wirklich so auch so ein bisschen Traurigkeit und echt so ein bisschen Mitleid in Ronans Augen so für diesen Punkt so von wegen, weil er wirklich so den Gedanken noch hatte, Bruce kommt vielleicht wirklich mit einem blauen Auge aus der Nummer raus. Immerhin habe ich was gelernt. Das ist die Hauptsache, dass du es nächste Mal besser machst. Besser. Ich fürchte nur, die Nächsten werden nicht mit uns reden. Und dann heißt es, hey, Spionageteam haben wir reingeschickt. Sie haben 3-4 Leute vermutlich dann umgelegt. Jetzt wurde genug geredet. Jetzt kommt der Flammenwerfer. Ich glaube, Malcolm hat das im Griff. Zumindest erstmal. Die nächsten paar Monate. Allerdings, wenn irgendwann in den Zeitungen steht, Teenager laufen Armrock und fallen Leute an wie in einer scheiß Zombie-Apokalypse, und dann sind sie da. Ganz ehrlich, das ist quasi schon, ich meine... Noch nicht. Es ist noch nicht bei den Medien der Menschen vielleicht unbedingt angekommen, aber ich meine... Ich weiß nicht, wer gerade die Presse hier unter Druck hält, welcher von uns, aber ich schätze mal, dass irgendwer das auf jeden Fall macht, und sei es Sabra selbst. Isaiah hat da ja eh schon was getan. Ich schätze mal, sie hat ihn darauf angesetzt. Du kannst Dinge nur bis zu einem gewissen Grad verheimlichen, dafür ist diese Stadt einfach viel, viel zu klein. Aber ganz ehrlich, die Nachrichten würden die Grenzen der Stadt doch eh nie verlassen. Weißt du nicht. Menschen kommen und gehen. Und dann vergessen sie, dass es diese Stadt gibt. Vergessen sie es wirklich? Was ist mit den Leuten, die hier, was sich mit ihren Verwandten, Freunden über Facebook und sonst irgendwas Sachen Facebook austauschen? Auf existiert dieser Ort nicht. Auf Google Maps existiert dieser Ort nicht. Der Name dieser Stadt ist in der Stadturkunde geschwärzt. Jedes gottverdammte Ortsschild hat irgendwas, was diesen Namen verschleiert. Seien es natürliche Phänomene oder übernatürliches Flirren. Diese Stadt wird systematisch aus dem Bewusstsein von allen lebenden Menschen, die hier wohnen, gelöscht. Aber wenn ein Mensch die Stadt verlässt, kann er sich an die Stadt sicher noch erinnern.
Ich glaube nicht, dass es so dominant ist. Weil jeder Mensch, der sich an eine Stadt erinnern kann, aber nicht wirklich an den Namen, der wird sie vergessen. Was keinen Namen hat, verliert an Bedeutung. Aber wenn du hier, was weiß ich, aufgewachsen bist und dann weggehst, um aufs College zu gehen oder an die Uni, wirst du doch nicht vergessen, dass du hier aufgewachsen bist. Dann wahrscheinlich spielst du im Gespräch mit Freunden den Namen der Stadt irgendwo runter. So, ach ja, kennst du eh nicht. Da hinter Tupfingen kennt eh kein Aas und so. Aber du wirst nicht vergessen, dass das hier dein Zuhause war, dass deine Eltern hier leben. Das ist aber auch gerade aktuell nicht das größte Problem. Wenn die frei herumlaufen, dann gehen wir vom schlimmsten Fall aus von 50 Dünnblütigen, die alle keine Unterweisung bekommen, dann sind die Menschen irgendwann hier weg. Als Nahrung. Es war ja jetzt schon streckenweise etwas knapp. Yep. Das Haustelefon klingelt. Ja. Würde ich reingehen? Ja? Ein Rauschen ist in der Leitung. Ach, toll. Sehr schön. Dann eben nicht. Ich wieder auflegen. Tja. Klang nach einem unterhaltsamen Gespräch. Klingelt wieder. Bevor ich reingehe, würde ich zu Ronan sagen, ich glaube, irgendwer hört hier mit oder versucht uns irgendwie ein Zeichen zu senden oder ja. Du hörst eine weibliche Stimme, die du als die Stimme von Amanda erkennst. Aber du kannst nicht genau verstehen, was sie sagt, weil da kommt direkt wieder das Rauschen. Dann lege ich wieder auf. Habe so den leichten Verdacht, dass unsere erlauchte Prinzigkeit mich vielleicht sehen möchte. Hä? Wie nah bin ich an diesem Telefon? Hm? Wie nah bin ich mit dem Raum? Wenn ich so mitkriege, dass da irgendwas nicht funktioniert, gehe ich mal probehalber aus diesem Zimmer heraus. Also für den Fall, dass man nochmal anruft. Das klingelt tatsächlich nochmal. Ja. Einwandfrei, störungsfreie Leitung. Das ist ich. Ja, was ist? Wag es dich ja nicht nochmal aufzulegen. Ich hab nur ein Rauschen gehört, Entschuldigung. Telefonstreiche und so. Ist der Sheriff da? Ich würde Ronan auffordernd angucken. Ja, einen Moment. Und dann würde ich dir das Telefon reichen. Ja. Sind Sie wieder im Dienst, Mr. O'Connor? Das ist Amanda, oder? Mhm. Klingt zumindest danach. Meine hochverehrte Seneschallin. Vorsicht, die Leitung ist nicht sicher. Klar, Babe. Ich bin auch schon auf Spurensuche, wie man so sagt. Spürnase und so. Letzte Zeit Fernsehen gesehen? Wir hatten hier einige technische Störungen. Dann beseitigt die. Möchte das, was gerade in den Nachrichten läuft, bitte unterbunden haben. Jetzt gerade läuft wieder was? Du wirst es sehen. Sehr wohl. Hängt auf. Scheiße! Mach die Glotze an. Entschuldigung, Scarlett, du musst noch ein bisschen draußen bleiben. Okay, kann mir bitte einer wenigstens die Bücher rausgeben?
Warum zum Teufel? Elektronische Geräte spielen in ihrer Nähe verrückt. Genau. Dieses traurige Ding, was mal ein Laptop war auf meinem Schreibtisch. Glotze. Ja, Glotze. Was ist denn? Was hat sie denn gesagt? Sie möchte etwas beseitigt haben, was gerade in den Nachrichten läuft. Dann schauen wir gebannt auf die Glotze. Ja, man sieht so einen, so einen Reporter, wie der vor dem vor so einem Stadtschild steht, dessen Namen man nicht lesen kann. Und wo drei oder vier Autos stehen, die so da reingekracht sind und das Schild quasi so halb umgefahren haben. Und und dann hört ihr, wie dann die Beschreibung irgendwie gesagt wird, irgendwie großer Autounfall vor der Stadt, mehrere Beteiligte und was eigenartig ist, was das Police Department nicht erklären konnte, waren die merkwürdigen Aschehaufen in den Autos. Und die Klamotten, die zurückblieben. In Platz, was meinst du? Ob es sich hierbei um den Aschemörder handelt, der schon 15 weitere Menschen letzte Woche auf dem Gewissen hatte. Und dann werden Bilder eingespielt von so Betten, wo noch irgendwie so ein Asche drauf liegt und so. Alles gut bei euch da drin? Du kannst wieder reinkommen. Ich glaube, okay. Wir haben vorläufig genug gesehen. Ja, Scarlett kommt wieder rein mit ihren Büchern unterm Arm. Eins aufgeschlagen, so vor dem Gesicht. Ja, dem Fernseher scheint das nicht gerade mal nichts auszumachen. Oh. Der Aschemörder. Hey! Aschemörder? Du siehst gerade noch so die letzten Bilder, die irgendwie so... 15 letzte Woche. Ich würde mal googeln, wen der Aschemörder erwischt hat. Weil Amerika ist da ja ein bisschen freizügiger mit seinen Daten. Ja, hauptsächlich Teenager. Wo die Eltern halt am nächsten Morgen die Asche irgendwie. Ein Hoch auf die Maskerade. Die sterben wie die Fliegen, weil man die Vorhänge aufmacht. Aber dir passiert das doch nicht. Ja, aber wir sind doch nicht alle gleich. Denjenigen, die Sonne ausmacht, natürlich verbrennen die. Was ist, wenn sie nicht nur dünnblütige wandeln? Wenn die irgendein Blut nehmen. Du meinst, wenn sie keine Thinbloods erschaffen, sondern 50 Kytiffs? Richtig. Ja. Aber dann können sie doch wenigstens zu intelligent sein und sagen, dass sie sich von der Sonne fernhalten das sollen. Das macht doch keinen Sinn. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. So, wenn ich eine Streitmacht aufstelle, die schicke ich doch nicht in die Sonne. Wissen wir wirklich... Nein, wissen wir nicht. Wir haben das schon diskutiert, ob es wirklich um eine Streitmacht geht oder nur darum, Chaos zu stiften. Wir wissen Angela gar nichts. Hat gesagt, Adam will Chaos stiften. Das ist sein Sinn und Zweck. Jedenfalls habe ich jetzt einen Auftrag. Die Scheiße entsorgen. Entschuldigung. Gut, wen müssen wir alles beseitigen? Oder umprogrammieren? Umprogrammieren. Aschemörder. Schön, hat die Presse schon einen schönen Namen gefunden. Toll, finde ich gut. Ziemlich unkreativ. Die Literatur gibt schönere Titel her. Scarlett. Entschuldigung. Immerhin haben sie nicht Ripper gesagt. Asche. Asche. Wir müssen alle, die von der Polizei beteiligt waren, umprogrammieren und den Reporter. 15 in der letzten Woche. Das ist in allen. Können wir die nicht an einem Ort versammeln? Quasi so exklusive Pressekonferenz von, wir geben Ronan hier als Ermittler. Was willst du dann machen? Na, alle an einen Ort und dann schön einen nach der Reihe durch. Mir fällt was ein.
Ich bräuchte da aber ein paar Sachen. Eine Möglichkeit, die wir hätten, wie wir was semi-offiziell ziehen könnten. Raus mit der Sprache. Ich bräuchte eine gewisse Verkleidung. Zumindest ein bisschen vom Gesicht her. Und ich brauche jemanden, der einen wirklich überzeugenden FBI- oder CIA-Ausweis fälschen kann. Am besten FBI. Ich weiß nicht. Jimmy ist Waffenhändler, der kann gerne Sachen fälschen. Ich könnte versuchen. Du hattest doch im Trailerpark diesen Bekannten, der auch auf alle möglichen Verschwörungszüge aufgesprungen ist. Der ist alles, aber kein Fälscher. Ja, könnte der nicht vielleicht jemanden kennen, wo man... Jelly, kannst du sowas? Weiß ich nicht. Und ich muss gestehen, ich will nicht mehr zu dem Kerl hin. Scarlett, was ist mit dir? Nun ja, ein enger Vertrauter von mir hat Kontakte zu einem Hehler. Ich weiß nicht, ob der uns sowas besorgen könnte. Aber wozu? Was willst du tun? Ich könnte dann zumindest bei der Polizei als Ermittler vom FBI fungieren. Und die ganzen Infos beschlagnahmen, weil immer einer größten Sache auf der Spur ist? Oder was denkst du? Akten, zumindest Akteneinsicht, Beweismittel mitnehmen. Beweismittel mitnehmen hatten wir doch gerade eben erst. Brauchen wir noch eine Garage? Und einen kompletten Pressestopp verhängen. Das kann das FBI. Ich weiß, wie die Strukturen dort funktionieren. Ich war immerhin mal im Vorstellungsprogramm für das FBI und habe 2 Kurse da belegt in Quantico. Nur mein Gesicht ist in der Datenbank. Sam und Ronan macht mal ein Wits Awareness und Bruce auch. Bruce aber um 2 erschwert. Also weniger 2 Würfel. So, ich muss einmal für den Zuschauer wieder einblenden hier. Zack. Eine. Ein bisschen rum. Ja. Ach da. Oh. Bruce hat 2 Erfolge. Moment, ich komme sofort. Ronan hat auch 2. Echt peinlich. Dann nehmen Ronan und Bruce, also Bruce's Tier meldet sich innerlich, sodass, was du immer irgendwie hast, wenn irgendein anderer Predator in der Nähe ist. Also so ein Vorsichtgefühl. Irgendwas ist hier, so ein leichter Schauer, der dir über den Rücken läuft oder so. Während Ronan auch die Anwesenheit von etwas Kainitischem spürt. Wenn es die anziehen. Ja, etwas, was anscheinend verdunkelt ist oder so. Wir sind nicht allein. Ja. Man hört von Bruce so ein Grummeln ausgehen, wie von so einem Wolf, der so anfängt zu knurren. Könnte sich die Person bitte einfach zeigen? Falls ihr hört ein Rumpeln von oben aus dem... Also ihr seid ja gerade unten, oben aus dem Club. Besuch. Bereiten wir dem mal einen warmen Empfang. Wachhunde wären eine gute Idee, ja, Ronan? Wer stürmt denn als erstes hoch? Und wie? Also Ronan hat eine Knarre, Sam hat...
Ich komme. Machete ist ja noch in der. Leider nicht da. Ich habe ja auch eine Knarre. Die nehme ich mit. Oder habe ich ja sowieso mit. Wer geht vor? Ich gehe vor. Bruce geht vor. Dann hast du ein sehr eigenartiges Bild, was sich dir bietet, als du in den Club reinkommst. Du siehst Wanze, den kennst du ja nur, erkennst ihn an den Klamotten, wie er an der ausgestreckten langen Hand, und du siehst diese kralligen Finger, die er irgendwie hat, diese mit den Geschwüren drauf, weil er das aus diesem Mantel raus. Ich kenne das ja. Wie er am Hals eine junge Frau hochhält und gegen die Wand gedrückt hat. Die zappelt so ein bisschen. What the fuck? Kennen wir die? Als ob ich... Ronan kennt die tatsächlich, wenn er als zweites hinterher geht, das ja. Das war die Frau, die aus dem Büro von Victoria rausgekommen ist. Wanze? Liegt sich so. Ja. Gefallen, ne? Was ist hier los? Wanze schützt Sheriff vor ungebetenen, verdunkelten Gästen. Ach Gottchen. Mist. Wer ist noch hochgegangen? Sam? Ich auch. Alle? Jelly nicht? Stop. Die hält sich erstmal unten versteckt. Okay. Weil die ist ja immer noch quasi der Ghoul. Mhm. Der hat nichts auf dem Schlachtfeld zu suchen. Und ich würde die Zeit mal nutzen, um mich bei den Sachen, die ich bei Sam zwischengelagert habe, mal wieder aufzustocken. Also meine Zutaten. Mhm. Ja, der Wanze wirft die Frau quasi vor Ronans Füße. Bleibt dann so gefallen. Danke, Wanze. Zufall. Gern geschehen. Eine Hand wäscht die andere, Wanze. Sheriff, nicht wahr? Was? Was treibst du dich hier rum, Wanze? Das ist immer noch mein Club. Wollte schauen nach dem Rechten. Bevor ich anklopfen konnte, ich gesehen. Die da. Schnüffelt rum. Lauscht. Nicht gut, ne? Miss 80s come back. Rappelt sich jetzt irgendwie auf. Knarre ist auf ihr Gesicht gerichtet. Leute, ganz gemütlich. Ich bin gemütlich, ich habe mich abgedrückt. Wow. Und das auch nur, weil wir uns schon mal gesehen haben. Lass mich raten, du bist Ronan? Ja. Schön, dich kennenzulernen. Weißt du, normalerweise klopft man an. Oh, das hatte ich vor. Ja, sicher. Ich wusste ja nicht, dass ihr einen Wachhund habt. Also, was verschafft mir die Freude des Besuchs? Eine Bekannte von mir hat gesagt, dass sie mit dir befreundet ist. Wer? Und ich wollte dich kennenlernen. Ich brauche bitte ein paar Namen. Ich glaube, ich bin nicht bereit, in aller Anwesenheit Namen zu nennen. Deine Position ist gerade etwas schlecht. Sorry, wenn ich da ein bisschen reinpieken muss. Nun, es ist eine Person, die dir am Herzen liegen sollte, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, das nicht zu machen.
Sam, Büro. Ihr wollt ins Büro? Ist dein Haus. Ich bevorzuge es zwar, wenn sich Leute, die hier bei mir eindringen, erstmal einklopfen und sich dann vorstellen, aber... Bevor ich konnte, wurde ich angegriffen. Das ist gelogen. Nicht schnell genug geklopft. Ich wusste nicht, dass wir dir einen offiziellen Auftrag erteilt haben, den Club zu bewachen, Wanze. Ich war doch nur zufällig hier. Ja, natürlich. Klar. Wenn du dann, vielen Schöne Dank für Gegend. Deine Hilfe, wenn du dann jetzt bitte gehen würdest. Sehr wohl, geehrter Harpier. Wanze hat ein Talent dafür, an den seltsamsten Orten zu den besten Zeiten aufzutauchen. Ich würde Wanze tatsächlich zur Tür rausbringen und mich vergewissern, dass er geht. Schlendert dann so die Straße lang. So, ihr könnt mein Büro haben, aber ich würde trotzdem gern einen Namen von unserem Gast hier haben, der leider nicht dazu kam zu klopfen. Mein Name ist Sarah. Bitte. Also sie vergewissert sich nochmal, dass ihr dann alleine in dem Raum seid. Mhm. Schaut dich dann an. Du bist also der Freund von... Überlegt ganz kurz. Jelly? Knarre geht wieder höher zum Gesicht und wird entsichert. Ganz ruhig. Weißt du, das Problem mit Namen ist, wenn man einfach Namen rauswirft, sorgt das für einen nervösen Zeigefinger. Wieso? Ja, ich kann mir denken, wieso, ja. Von mir hast du nichts zu befürchten. Noch nicht. Also, glaube nicht. Hoffe nicht. Sarah, ich hatte eine echt schlechte Woche. Oh, frag mich mal. Bitte komm zum Punkt. Wie gesagt, ich wollte dich kennenlernen. Finde ich immer wieder schön, wenn Frauen mich kennenlernen wollen. Ja? Darf ich fragen, wie deine Absichten mit stockt wieder kurz Jelly sind? Haben sie dir ins Hirn geschissen? Okay. Sarah. Du kommst hier rein, ob jetzt Wanze übergriffig war oder nicht, sei jetzt mal außen vor gelassen. Dann sagst du, hey, du kennst Jelly, Jelly kennt dich. Übrigens, was hast du eigentlich mit Jelly vor? Und du hast noch immer nichts gesagt, was mich dazu bewegen würde, dir nicht den Schädel wegzuballern. Sorry. Ich stelle dir nur Fragen. Wenn du jemanden bist, der so einfach Leute wegballert, weiß ich nicht, ob du ein guter Umgang für Jelly bist. Aber nach allem, was sie mir gesagt hat, würdest du keinem einfach so den Kopf wegballern. Wer was gesagt hat? Was Jelly mir gesagt hat von dir. Wer bist du genau? Jemand, der sich ganz furchtbar doll um Jelly Sorgen macht. Und leider die letzten paar Jahre ein bisschen weg war. Hast du sie geschaffen?
Schaut sich so um. Schwierig zu sagen. Eigentlich nicht. Es gibt Dinge, die man nicht einfach so bejaht. Schon gar nicht in Räumlichkeiten, die man nicht kennt. Okay, du bist zu mir gekommen. Du hättest mir auch einen Brief schreiben können. Wir treffen uns in deinem Apartment. Dann wäre es dein Grund und Boden gewesen. Ich wollte erst mal schauen, um wen es sich handelt, bevor ich irgendwem einen Brief schreibe. Oh, du bist anstrengend. Das sagt man über uns, ja. Machen wir mal Schritt 1. Steck die Knarre weg. Sehr gut, ich mag keine Knarre. Ich auch nicht. Woher weiß ich, dass du nicht irgendein komischer Spion bist? Woher weiß ich, dass du kein Spion bist? Ich bin Ire. Ich bin Amerikanerin. Tja, schon verloren, würde ich sagen. Sagt uns jetzt was? Dass wir beide einen furchtbaren Sinn für Humor haben. Siehst du mich lachen? Siehst du mich lachen? Furchtbarer Humor. Normalerweise bin ich halt sehr höflich und fuscher, nicht in anderen Leuten Verstand rum und gucke da rein. Also so versuchen wir es auf die ganz altmodische Art und Weise. Das ist nett. Da du so direkt anfängst, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass du eigentlich die ganze Geschichte schon kennst und die Verbindung und so weiter und so weiter und so fort. Oh, ich weiß noch relativ wenig. Was möchtest du genau wissen in Bezug auf Jelly? Ich wollte dich kennenlernen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Hi, ich bin Ronan. Hi, ich bin Sarah. Und du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet, die ich dir schon gestellt habe. Tiefes Durchatmen. Ich möchte, dass Jelly glücklich ist. Nochmal Wits Insight. Aha. Das war Menschenkenntnis, ne? Mhm. Gott, ist das alles komisch hier übersetzt. So. Ja. Das sind 4 Erfolge. Wow, das ist ganz schön viel. Dann wirst du ein Zucken in ihrem Gesicht erkennen, als du sagst, dass du willst, dass Jelly glücklich ist. Irgendwie so eine leichte. Sie lächelt danach, aber am Anfang ist es so ein bisschen so, es ist nicht wirklich Enttäuschung, es ist eher so, irgendwas macht das mit ihr, dass du das gesagt hast. Hast du was anderes gedacht, erwartet, was ich jetzt sage? Ehrlich zu sein, wenn ich so direkt frage, habe ich nichts anderes erwartet. Nein. Okay, pass auf, dann versuchen wir es mit einer Steigerung auf 50%. Ich weiß nicht viel über Jellys Vergangenheit. Sie hat mir ein paar Sachen erzählt, angedeutet. Ich bin aber
tatsächlich niemand, der nachbohrt, weil Vergangenheit ist vergangen. Die Vergangenheit formt uns und macht uns zu dem, was wir sind. Mhm. Klar, die Vergangenheit kann einen gelegentlich einholen. Und als sie verschwunden ist, hat mich das fast zerstört. Als sie aufgetaucht ist mit den Narben und dem, was sie erzählt hat, hat mich das erschreckt und sehr stutzig gemacht. Ich wusste nicht, dass sie das Tier selbst so inne hat. Und wenn das nicht alle? Ich habe es bei ihr vorher nie so gesehen. Das heißt, du hast bis vorhin nicht gewusst, was sie ist. Sagen wir so, ich wusste nicht, dass sie eine dunkle Seite hat. Ja, sie kann gut schauspielern. Und sie hat Barrieren errichtet. Mauern, um nicht alles zu zeigen, was sie bewegt. Das ist auch neu. Zumindest meine ich das. Und irgendwas ist ihr widerfahren dort, wo sie war. Etwas, was an sich keinen Sinn ergibt. Hm. Wieso ergibt es keinen Sinn? Das Tier manifestiert sich normalerweise nicht so. Sagt wer? Normalerweise. Man kann immer nur von dem Erfahrungsschatz ausgehen, den man selber erworben hat. Das ist richtig. Aber ist Erfahrung alles, worauf du zurückgreifst, wenn du andere einschätzt oder andere bewertest? Es ist eine Mischung aus dem, was ich sehe. Oh. Und dem, was ich gelernt habe, ja. Es ist, ich beurteile Menschen nicht nach ihrer Vergangenheit. Grundsätzlich nicht. Ich lerne Menschen und andere direkt kennen. Aber ich bin sehr gut darin, in anderen zu lesen. Das ist eine Sache, die ich nicht einfach abstellen kann. Zuck ein bisschen mit den Schultern. Was liest du in mir? So genau habe ich noch nicht hingeguckt. Das ist auch nichts, was beim ersten Mal direkt passiert. Gut für dich. Weiß. Eine gewisse Höflichkeit habe ich auch. Das habe ich schon bemerkt. Schaut so auf deinen Halfter. Und ich wüsste gern, wer in Jellys Kopf herumgefuscht hat und dort etwas verankert hat. Woher willst du wissen, dass jemand etwas verankert hat? Weil ich es gesehen habe in ihrem Kopf. Womit wir wieder bei dem Thema werden, dass du alles glaubst, was du siehst. Es gibt manche Dinge sind einfach nicht leugbar als empirischer Beweis. Hm. Ich sage nicht, dass sie für irgendwas konditioniert ist. Ich sage nur, dass irgendwas dort gemacht worden ist. Mit einer kinetischen Disziplin. Was alles Mögliche sein kann. Und du willst herausfinden, was es war? Ich würde gerne wissen, was es ist. Und auch um zu verstehen, ob das etwas ist, was zu ihrem Schutz ist, oder um sie zu etwas zu bewegen, oder noch etwas viel Schlimmeres. Denn diese Kraft ermöglicht leider eine ganze Menge Spielereien. Das ist richtig. So, sind wir jetzt einen Schritt weiter.
Wie du vielleicht gemerkt hast, bin ich jemand, dem Jelly ebenfalls am Herzen liegt. Von daher, wenn ich dir sage, dass ich das war, kannst du Rückschlüsse ziehen. Als Sheriff. Könnten wir bitte dieses Sheriff-Ding mal ein bisschen außen vor lassen? Naja, du bist doch Sheriff. Ja, aber ich bin auch Ronan. Und das bin ich vor Sheriff. Gut zu wissen. Das wusste ich bis jetzt nicht. Kannst du das so hin und her wechseln? Ich wünschte, das wäre so einfach immer. Woher soll ich dann wissen, wann du Sheriff bist und wann Ronan? Weil ich nicht lügen kann. Das ist eine schlechte Eigenschaft. Und auch noch nie gelogen habe und auch nicht damit anfangen werde. Gut zu wissen. Weißt Wanze das? Wer hat mich nicht gefragt? Dinge nicht zu sagen, ist nicht lügen. Ach, so einer bist du. Ach, komm schon, Sarah. Sowas kennen wir doch alle. In der Tat. Und ich dachte, Jelly hat einen besseren Geschmack. Zu Jelly war ich immer ehrlich. Manchmal bist du nicht mal selbst zu dir ehrlich, habe ich das Gefühl. Leider. Sagen wir, meine Funktion als Sheriff verträgt sich nicht gut mit meiner Persönlichkeit als Ronan. Dann bring das in Ordnung, wenn du dich um sie kümmerst. Ich denke nicht, dass der Sheriff mit Jelly in Verbindung kommen sollte. Wenn du weißt, was ich meine. So oder so wäre ich tot, aber Jelly auch. Dein Tod interessiert mich nicht, da war Jellys. Siehst du, das haben wir gemeinsam. Siehst du, wir lernen uns kennen. Das ist großartig. Ich war schon immer gut darin, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Da bin ich richtig großartig drin. Gut, dann jetzt, wo wir uns kennen, ist sie hier. Ja. Geht's ihr gut? Den Umständen entsprechend. Mir macht sich Sorgen, was in der Stadt passiert. Das tun wir alle. Ja, und ich muss es richten. Die Nachrichten. Ja. Von dir kam der Tipp, oder? Welcher Tipp? Als ich bei Veronica war. Mhm. Direkt danach hat sie mich auf Dünnblütige angesprochen. Beziehungsweise auf die Anarchen und dass sie irgendwas tun. Nur was da vor sich geht, ergibt selbst für die Anarchen keinerlei Sinn. Vielleicht, weil es keinen Sinn machen muss. Klar, Chaos pur, Anarchie pur. Aber normalerweise verheizen sie Leute nicht so. Kann nicht so viel sagen, wie ich gerne wollte. So ehrlich kann ich mit dir sein. Auch ich bin in einem unsere Art betreffenden Beziehungsnetzwerk gefangen, wenn man es so nennt. Tut mir leid.
So ein fragender Untat. Das Einzige, was mich jetzt hier noch interessiert, ist das Wohlen von Jelly. Das sollte hier reichen. Gut, dann sage ich dir jetzt noch einen Punkt. Es gibt niemanden, der mir wichtiger wäre. Nichts, was mir wichtiger ist. Ja, du siehst wieder dieses, einerseits dieses Zwiespalt in dem Gesicht. Ich denke, ein schwacher Sheriff ist kein guter Schutz für Jelly. Ich denke, ein unmenschlicher Kainit ist generell kein guter Part für Jelly. Wie auch immer das zusammenhängt. Kannst du ein bisschen drüber nachdenken. Das werde ich tun. Aber ich kann auch dafür sorgen, dass der Sheriff nicht mehr als schwach dasteht. Zum Beispiel? Indem ich dir sage, wo sie sich treffen. Die Rave-Partys. Mhm. Mit den tollen Shots. Ja. Ich dachte, das ist immer ein anderer Ort. Ja. Und du kennst den nächsten. Richtig. Was willst du dafür? Dass du dich um Jelly kümmerst. Mein Interesse ist, dass es ihr gut geht. Dann haben wir auf jeden Fall ein gemeinsames Interesse und eine Basis. Ich sag dir nur eins, dieser Tipp, den ich dir jetzt gebe, kostet mich vielleicht den Kopf. Je nachdem, wie es läuft, uns anderen vielleicht auch. Von daher denke ich, dass du damit diskret vorgehen solltest. Greift in seine Tasche. Nein. Greift zu oft in den Notizblock. Keine Mitschriften. Ich kenne jemanden, der schreibt alles mit und das ist nicht gut. Aha. Gut. Das, was im Kopf ist. Da fühle ich mich sicherer. Also merkt ihr's. Dann schieß mal los. Der Trailerpark. Alles Übel kommt aus dem Trailerpark. Wann? Morgen Abend. Hast du irgendeinen Namen, der direkt dafür verantwortlich ist? Den habe ich, aber ich habe dir schon viel zu viel gesagt. Okay. Ich denke, das reicht, um das, was dort vorgeht, aufzudecken, zu beenden und deinen Status so zu pushen, dass du Jelly beschützen kannst. Du musst das Spiel mitspielen, Ronan. Ja, ich weiß. Du musst der Starke werden hier in der Stadt. Nur dann hat sie eine Überlebenschance. Bedeutet aber stark dann auch kalt? Kälte ist etwas, womit wir leben müssen. Früher oder später. Alles klar. Dann empfehle ich mich. Kannst du
Jelly etwas von mir ausrichten. Mhm. Etwas Persönliches. Mhm. Er geht zwei Schritte auf dich zu. Lässt du das zu? Mhm. Noch ein Schritt auf dich zu ist dann auf quasi Nasenspitze auf Nasenspitze. Mhm. Und drückt dir einen derben Zungenkuss auf den Mund. Quasi immer so. Und während du dich noch von dieser komischen Sache erholst, ist sie schon zwei Schritte weiter wieder an der Tür und ist halb raus. Wenn ihr dann draußen an der Tür steht und sie stolziert sie jetzt halt raus. Es sei denn, du willst sie aufhalten. Lasst sie gehen. Ja, sie schaut euch da unten an mit diesem, ja, lasst mich gehen, Blick. Oh ja, ich lasse sie gehen und auch wie Wanze begleite ich sie auch zur Tür und vergewissere mich, dass die Tür sich hinter ihrem, in ihrem Rücken schließt. Mhm. Rodan stolpert so ein bisschen auf dem Büro raus. Ja, Rodan hat noch einen Rest Lippenstift auf der Lippe. Was genau habt ihr da drin gemacht? Uns kennengelernt. Ei, ja, okay. Bitte, ich will nicht mehr wissen. Ist das vorbei? Jelly! Ja. Das hat ja ewig gedauert. Jelly, ich muss dich mal sprechen. Ja, ich weiß. Aber wollten wir nicht Dinge klären? Wir wollten in die Wüste. Ja. Ja, das können wir morgen machen. Wieso morgen? Punkt 1. Wir haben einen extrem wichtigen Informanten bei den Anarchen. Ist klar zur Tür raus. Und er lebt noch? Ja. Ich bin so stolz auf euch, Leute. Ihr habt das so toll gemacht. Wirklich, es ist so schön, dass wir nicht alles umbringen, was durch die Tür kommt. Dann gehört es Rodan, das Lob. Und dann gibt Rhone genau das weiter, was Sarah gerade aufgetragen hat. Wow. Oh. Ist das jetzt so dieses, keine Ahnung, wie lange wir noch leben? Wir müssen jetzt jede Minute nutzen, oder? Wow. Ich halte Boogie die Augen zu. Okay. Okay, ich weiß, ihr habt euch lange so nicht gesehen, aber... Beugt sich so vor und flüstert... Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, ich habe gerade deine Erzeugerin kennengelernt. Das was? Wo? Ich bin zur Tür raus. Wo ist sie? Das kann doch nicht. Die ist schon wieder weg. Ich bring sie um. Ich bin mir nicht sicher. Ich beschreibe sie mal. Diese blöde Kuh. Sie hat eine sehr interessante Art an sich. Was wollte sie? Schaut sich mal so ein bisschen um, man hat kurz das Gefühl, er ist ein bisschen verlegen. beugt sich dann wieder vor. Ich glaube, ich hatte quasi dieses ich werde gerade der Mutter vorgestellt Ding. Sie wollte abchecken, ob ich gut genug für dich bin. Ihr seid ein paar Schritte weg, als ihr das flüstert, oder? Ja, jeder kann es hören. Nein. Jeder mit scharfen Sinn kann das hören, definitiv. Jeder mit scharfen Sinn kann es hören, ja. Ach, das. Sie hat mich abgecheckt und auf Herz und Nieren geprüft und ich glaube, ich bin durchgerasselt, aber das mit Erfolg. Du hattest von Anfang an keine guten Chancen, ich klopfe ihm so auf die Schulter. Habe ich mir gedacht. Morgen findet die nächste Partystadt. Ich weiß wo. Juhu. Dann sag wo! Trailer Park. Im Trailer Park? Trailer Park.
Ist es nicht ein bisschen sehr auffällig? Ich meine, da leben ja noch andere Leute außer Henry und... Sein, sie steigen jetzt auf die nächste Stufe auf. Mehr konnte sie nicht sagen und sie meinte, diese Information gefährdet ihr Leben. Ja gut, sie hat quasi die Anarchen an uns verraten. Ja, wenn das rauskommt. Wir sollen sie aufhalten, vor allen Dingen soll ich sie aufhalten, damit ich als Sheriff so unantastbar werde, dass... Das ist ja mein Lieber. Und wie willst du sie aufhalten? Wir ertappen sie auf frischer Tat, nehmen sie gefangen. Wie viele Anarchen gab es nochmal? So viele werden nicht da sein. Das würde auffallen. Und da ich Lügen durchschauen kann und ich mit Sicherheit davon ausgehe, dass die Anarchen nicht lügen wollen, sondern eher noch alles gestehen und hinausbrüllen, können wir sie offiziell, diese zumindest, anklagen und hinrichten. Für das Vergiften von Kindern und Töten von Kindern. Denn das haben sie getan. Ist das alles über eine offizielle Verhandlung oder gibt es ein Eilverfahren? Ich denke, das entscheide ich spontan. Das ist doch erstmal egal. Wie wollt ihr das im Trailerpark machen? Da sind super viele Menschen. Wir könnten versuchen, einen Hinterhalt zu legen. Morgen Abend, das ist nicht viel Zeit. Sie werden nicht damit rechnen, dass wir das wissen, weil es keiner wissen sollte. Wir können einen Hinterhalt legen. Ich könnte euch vielleicht helfen. Das Problem ist, dass ihr mich dann bis morgen Abend durchfüttern müsst. Sonst funktioniert das nicht. Durchfüttern? Ja. Ronan, du weißt, wie ich auf die Jagd gehe. Der Nebel. Ich könnte es versuchen zu produzieren. Ich meine, es ist ein Elixier, das ich sowieso einnehmen muss. Ich kann es produzieren und ihr könnt es einsetzen. Dadurch könnt ihr, keine Ahnung, wie viel ich schaffe, vielleicht ein paar Leute, die draußen sind, ausschalten. Sie werden nichts mitbekommen. Aber ich weiß halt nicht, wie viel. Und es wird mich sehr viel Blut kosten. Das bedeutet, ihr müsst mich durchfüttern. Und ich weiß nicht, ob wir die Ressourcen dafür haben. Ihr habt zwei Teenager unten im Keller. Das wird nicht reichen. Das ist ein Anfang. Am besten suchen wir uns eine Goth-Szene. Die werden am besten dafür geeignet sein, denke ich. Oder, obwohl eigentlich dürfte jeder Teenager gehen. Ansonsten Kartoffelstärke und Rauch. Und da wir hier einen Raucher haben, funktioniert das Ganze. Scarlett schreibt emsig mit, was du da gerade von dir gibst. Ich wusste, irgendwann würde es mir zum Vorteil gereichen, dass ich Kettenraucher bin. Naja, ich meine, nachdem sie schon Angela geschnappt haben, wir können ihnen auch die Harpie als Lockvogel anbieten. Wenn sie versuchen, so nach und nach hier die Strukturen der Camarilla zu unterwandern, gib ihnen doch etwas, was für sie von Interesse sein könnte, zusätzlich zu deinem Plan mit dem Nebel. Oder falls wir nicht genügend zusammenbekommen, um dich durchzufüttern. Gut, wir machen es so. Ronan protestiert nicht. Wunderbar, die Gelegenheit nutzen wir. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob sie auf dich überhaupt anspringen. Also, Angela, das war wahrscheinlich eine persönliche Rechnung. Wahrscheinlich würde ich noch eher als Lockvogel gelten, weil ich ihr Ghoul bin und sie alles zum Schweigen bringen wollen, die irgendwas mit ihr zu tun hatten. Ja, aber weißt du, sie haben jetzt schon eine Primogen. Wenn sie die Chance haben, noch jemand quasi in einer Position irgendwie innerhalb der Camarilla bekommen zu können. Meinst du nicht, dass da vielleicht so die Gier überschnappt? So, oh, schau mal. Und vielleicht können wir da noch mal jemand und... Weißt du, wie ich meine? Glaubst du nicht, die wittern eine Falle? Ganz ehrlich, so viele Zufälle? Nun ja, es passt zu dem, was von mir als Mensch übrig geblieben ist, auf eine Party zu gehen. Es könnte ein Zufall sein. Sam war schon lange nicht mehr auf einer Party.
Ich könnte über irgendwelche Wege von diesen Partys erfahren haben und vielleicht Partys sind immer gut, um zu trinken. Der Club ist ja noch nicht fertig. Ich bin ja fast versucht, ihn anzurufen und zu fragen, ob man Schnellfeuerwaffen besorgt. Oder so, ihr müsst euch damit umgehen. Wir brauchen einen Plan. Ich denke, dass die Anarchen Lunte riechen werden, wenn die Harpie oder der Sheriff da in öffentlicher Verkleidung auftritt. Ich glaube nicht, dass sie sich so weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde nicht in Verkleidung gehen. Ich würde wirklich als Partybesucher gehen. Ich kann mich auch einfach still in einen Schatten setzen und werde nicht gesehen. Ich kann den Guten hier Joseph mitnehmen. Oder Regina. So oder so, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen es jetzt planen, damit wir es morgen direkt in die Tat umsetzen können. Bruce? Wärst du bereit, und damit bin ich ganz offen und ehrlich zu dir, wärst du bereit, gegen die Anarchen so vorzugehen, dass sie draufgehen, wenn sie uns keine Wahl lassen? Alles, was nötig ist. Für die Kamarilla. Wie gesagt, das sind Kindermörder. Und wenn wir das durchstehen, kaufe ich dir einen großen Hut. Aber meine ganz andere Frage, wieso vertrauen wir dieser Frau eigentlich? Kann es nicht sein, dass sie das genau möchte? Eine Rieseneskalation, schön im Trailerpark, viele Zeugen? Na. Nein. Rein theoretisch? Klar. Aber mein Tod ist für sie egal, aber ihr Tod nicht. Bist du sicher, dass sie die ist, für die du sie hältst? Es ist gerade, natürlich ist es möglich, alles Mögliche irgendwie zu faken. Verdunklung, Beherrschung, Geistlesen, alles. Du kannst niemals bei einem Planeten absolut hundertprozentig sicher sein. Das hat er verfuckt. Aber selbst wenn es eine Falle ist, sag ich, scheiß drauf, wir haben diese eine Möglichkeit. Wir haben einen Tipp. Und wenn der schief geht, gehe ich davon aus, dass sie sie schon gelingt haben. Aber vielleicht erwischen wir trotzdem irgendwen. Mhm. Im schlimmsten Fall kann man uns einen Maskeradebruch anhängen. Dann sollen sie einen anderen Dummen finden, der meinen Job macht. Fantastisch, es geht nicht immer nur um dich. Ich hatte nicht vor, so schnell den Löffel abzugeben. Und es wurden schon Kainiten hingerichtet für weniger. Ich würde gern einfach nur sicher gehen, dass das wirklich, dass man dieser Frau vertrauen kann. Ich meine, die taucht auf, erzählt dir was von keine Ahnung was und auf einmal bauen wir alles darauf auf. Das ist mir ein bisschen... Veronica hatte mir ja auch den Tipp gegeben und wenn ich jemandem überhaupt nicht vertraue, dann meiner Primogen. Moment, deine Primogen, der du nicht vertraust, hat dir den Tipp gegeben, ihr zu vertrauen? Nein, aber sie kennt sie. Und sie hat mir die Sache überhaupt erst gesteckt, dass die Anarchen sowas vorhaben.
Moment, deine Primogen weiß, was hier abgeht und tut nichts dagegen? Meine Primogen hat Gerüchte gehört, dass die Anarchen irgendwas mit Teenagern planen. Und mich hat gebeten, es dem Sheriff erzählt. Ja. Ja, und mich gebeten, als Sheriff der Sache nachzugehen. Es ist nicht ihre Aufgabe als Primogen, sich um diese niederen Dinge zu kümmern. Okay. Es gibt wirklich Personen, die können sehnruhig zusehen, wie das Schiff untergeht. Fantastisch. Okay. Gut. Hab ich immer gesagt, so viel Information hat sie jetzt ja nur auch nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich meinen Clan nicht mag? Nun gut, dann auf in die Schlacht. Also, was denkt ihr, also, Olme versuchen, eine Falle zu stellen? Wie? Wenn du eine Falle stellen willst, brauchst du einen Köder. Was ist der Köder? Entweder die Harpie oder du. Wie sollen sie von dem Köder erfahren? Ohne, dass sie direkt Lunte riechen. Aber ich meine, wir wissen doch jetzt, wo sie diese Party feiern können, wenn nicht einfach vorab dort auftauchen und ja, abwarten und sie quasi auf frischer Tat ertappen, was das sie da gerade vorhaben. Gedanke. Dazu brauchen wir aber keinen Köder. Wir müssen nur uns im Trailerpark günstig verteilen. Bruce, du kennst den am besten, denke ich. Theoretisch müssen wir uns nicht verteilen, glaube ich. Jelly. Ja. Nicht nuscheln? Ich bin noch nicht fertig, aber ich könnte es hinkriegen. Also dann gibt es keinen Nebel, aber dann würden wir sofort wissen, wo die Party steigt. Weil wir dann eine Rundumsicht hätten über den kompletten Park. Muss nur einer von euch ein Handy mitnehmen, damit ich mit euch telefonieren kann. Vorausgesetzt, es klappt. Dein Ernst jetzt? Das klingt ein bisschen crazy. Also, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe da an was gearbeitet und ja. Von oben ist immer gut. Und da wir jetzt, da ich jetzt spontan kein Ende der Drohnen steuert und die Skala sowieso abstürzen würden. Die bräuchte man nicht. Ist das praktisch. Und da es dann dunkel ist. Nichtsdestotrotz Handy. Ich würde mich dann von der Aktion fernhalten. Das könnte nach hinten losgehen. Du musst das Handy ja nicht haben. Es reicht ja, wenn ich einen habe, der weiß wo und so. Okay, dann schlage ich. Wie groß ist der Trailerpark? Also mehrere Dutzend Trailer. Gab es da eine beliebte Ecke für Jugendliche? Ja, ihr kennt ja die Stelle, wo die Biker auch immer Party machen, ne? Gehen wir mal von dort aus. Mhm. Das Gebiet müssen wir überblicken können. Mhm. Und wir müssen uns da positionieren können. Auf der Lauer liegen, wenn du so willst. Und zwar bevor die eintreffen, das heißt so früh wie möglich. Naja, die Party wird irgendwann nach Sonnenuntergang stattfinden, gehe ich mal von aus. Und dann werden sie vermutlich irgendwen abgestellt haben, der aufpasst, dass keine Bullen oder so auftauchen. Dann wird anschleichend schwierig, es sei denn, wir finden die Person und schalten sie aus. Mhm. Ich kann gut schleichen. Ich bin aber kein guter Nahkämpfer. Wenn ich einfach wirklich offiziell auf der Party aufschlag und für Ablenkung sorg. K-
kann die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Aber was wollen wir denn erreichen? Ich meine, wir wollen doch nur sie offiziell erwischen, wie sie Blut oder irgendwelche Substanzen an die Jugendlichen weitergeben. Das heißt, einer von euch betätigt eine Kamera, dass wir im Notfall Beweise haben, die wir unserer Prinzigkeit vorlegen können. Danach kann Ronan sein Urteil sprechen und danach, geht alles seinen Gang. Oder sehe ich irgendwas nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir bräuchten auf jeden Fall zumindest einen, müssen wir haben, der aussagt. Das muss er ja nicht unbedingt freiwillig tun. Aber meintest du nicht eh, dass wir die festnehmen wollen, quasi wenn wir sie schon auf frischer Tat ertappen? Ich kann halt auch nur reinwerfen. Wir wissen nicht, wie viele da sein werden. Wenn es zu viele sind, ist die Chance größer, dass wir uns einen einzeln rauskaschen können und versuchen, den auszupressen. Na gut, aber dann lasst uns doch einmal umherfragen, dass wir nicht als Einzige dort auftauchen, sondern dass wir mehr Kainiten fragen. Sie sollen keine Partei ergreifen, sie sollen einfach nur vor Ort sein und sich das mit anschauen. Passive Zeugen. Wird nicht funktionieren. Das wird keiner machen. Wen würdest du denn fragen wollen? Definitiv den Dicken. Und ich denke, auch Wanze hätte Interesse daran. Ist in Nosferatu. Das ist quasi die Informationsquelle schlechthin. Ja, aber an Nosferatu-Stelle schmuggeln sie dann die Informationen direkt zum Prinzen und ich habe nichts erreicht. True. Die kochen doch immer erstmal ihr eigenes Süppchen. Klar, der Dicke als Backup wäre irgendwo interessant. Wenn man ihm trauen kann. Sagen wir mal so. Du hattest froh, wir haben dich nicht gehört, Koali. Wie wär's mit Isaiah? Ja. Ja, der kann jetzt Gitarre spielen. Ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass man durchaus in der Lage ist, einen fairen Gefallen auszutauschen mit dem Dicken. Das ist das Ding. Aber diese Nummer... Hey, dann spreche ich jetzt mal das Offensichtliche. Was ist mit Malcolm? Den habe ich auch schon gedacht. Na, dann könnte das Urteil zumindest gleich vollstreckt werden. Bald haben wir alle Kainiten, die ihr kennt, durch. Gut. Pranava fehlt noch. Warum fragt ihn eigentlich keiner? Entschuldigen Sie, Herr Pranava, haben Sie schon was vor? Morgen Abend, da ist so eine ganz tolle Sache da im Trailerpark. Schauen Sie mal vorbei. Interessant. Das, ja. Er steht doch auf Gruselgeschichten. Da wird eine große Gruselgeschichte passieren. Der nicht sowieso schon da ist. Malcolm, ja. Aber wie erreicht man den? Das ist nicht das Problem. Genau, da gibt es Möglichkeiten. Warum weiß das eigentlich jeder außer mir? Ich habe mit ihm geredet und ihn dann gefragt, wie ich ihn erreichen kann. Wenn... Ach, deswegen. Ich habe ihn nicht gefragt, wie man ihn erreichen kann, ja. Das, was Sam sagt. Ja, das, was Sam sagt. Ich bin ihm noch nie begegnet. Sei froh. Danke, Scarlett, das hilft. Er ist dir mit Sicherheit schon begegnet, ohne dass du es weißt. Das wäre möglicher. Aber das wäre ein sehr interessantes Backup. Ein sehr effektives. Jeder Anarch, der versucht, sich von der Party zu schleichen, wird keinen Fuß weit kommen. Und er hat die gesehen draußen. Aber glaubt ihr nicht, dass er vielleicht auch Interesse daran hätte? Ich meine, immerhin Blutgemisch und so weiter und so fort. Dass man ihn vielleicht persönlich ein bisschen so kitzeln könnte, dass er vor Ort ist? Ich glaube, das, was die Anarchen da fabrizieren, ist für ihn zu plump und zu simpel. Ich meine, bitte, das könnten wir auch. Du mischst einfach ein bisschen von deinem Blut in irgendwelchen Schnaps rein und gibst es den Kiddies. Das hat nichts mit Blutmagie oder besonderem Können zu tun. Echt? Aber ich dachte irgendwie, das ist... Man könnte das noch richtig schön aufbereiten, klar. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber dann sollten wir ihn jetzt anhauen, damit er auch Zeit hat. Bei mir hat er sich darüber beklagt, dass er ja quasi arbeitslos ist. Also ich glaube... Gut, fragen wir Malcolm.
Yippie. Komme ich aber nicht mit. Weil... Dann müsst ihr ohne meine Hilfe auskommen, weil meine Fähigkeiten sind ein bisschen zu speziell. Als dass sie unauffällig bleiben würden. Und gerade wenn das unterbunden werden soll, was in den Nachrichten lief, möchte ich nicht da sein, wenn... Ich kann einfach nicht. Das geht nicht. Das sind meine Leute. Und wenn ihr einmal anfangt, irgendwo Leute umzulegen, werden... Es geht nicht. Ihr könnt... Nee, nein. Während Jelly das so sagt, steht sie neben dem Tisch und hat so die Finger so über den Tisch gekrallt. Gerade werden. Dann gibt es so ein Kratzgeräusch. Was wäre dir am liebsten? Keine Ahnung. Dass wir sie wieder zum Menschen machen? Funktioniert nicht. Vermutlich. Und dass sie zu Staub zerfallen sind, sind es keine Thinbloods. Vermutlich. Oder nicht alle. Aber es gibt bestimmt auch welche wie mich da. Und ganz ehrlich, früher oder später werdet ihr die ganze Sache sowieso vor irgendwem auspacken müssen, der höher ist als ihr. Da ist es wichtig, dass ich einfach nicht auftauche nirgendwo. Deswegen, also, es ist wichtig und richtig, dass ihr euch das Backup für die Party holt und dass ihr die Drahtzieher erwischt, aber ich kann euch nicht helfen. Sonst mache ich noch irgendwas Dummes und fange an, die Leute in die Wüste zu bringen oder so. Jelly, das wäre mir auch am liebsten. Ich weiß. Aber im Gegensatz zu dir bin ich freier in meinen Handlungen. Das hat jetzt auch so ein bisschen getroffen. Noch. Keine Ahnung, was mit mir passiert. Vielleicht drehe ich irgendwann durch und müsste mich einbuddeln. Was weiß ich. Wir können es nicht ausschließen. Wir wissen alle nicht, was los ist. Sarah hat da ein paar lustige Dinge gesagt. John hat sie vermutlich recht. Also wirst du uns so oder so nicht helfen, Jelly, sehe ich das richtig? Ich kann euch, wenn ihr wollt, versuchen, den Nebel vorzubereiten. Aber das müsstet ihr eventuell erklären, wenn das ein Nosferatu mitbekommt. Was vielleicht ginge über Tremere-Gedöns. Aber ihr könnt von mir nicht, also ich helfe euch gerne, die Anarchen zu fangen und zur Strecke zu bringen, von mir aus. Die haben genug Scheiße gebaut. Aber sobald die gefasst sind, wird früher oder später die Jagd auf alle Dünnblüter der Stadt eröffnet. Und ich habe meine Fähigkeiten, aber damit kann ich niemanden beschützen, außer mich selbst. Betretenes Schweigen herrscht bei den versammelten Kaniden. Und ich meine, ihr werdet sie umbringen. Ihr werdet sie alle umbringen. Weil ihr es müsst oder weil ihr es wollt oder weil es das einzig Richtige ist, das ist egal. Das Endeffekt, im Endeffekt ist es dasselbe. Und der einzige Grund, warum ihr mich nicht umbringen müsst, ist, weil keiner weiß, dass ich existiere. Außer ihr. Und Isaiah und John. Ja. Und dem Dicken. Aber Isaiah wird diese Information nicht rausrücken, solange sie ihm nichts bringt. Aber Isaiah ist eine Zeitbombe.
Aber keine Sorge, der steht auf meiner Liste. Ich meine, wir haben doch einen Aschemörder in der Stadt. Hast du vor, ihn tagsüber zu meucheln? Warum nicht? Sam würde ein paar Schritte von dir zurückgehen und dich fassungslos angucken. Mir ist schon klar, dass das ein Traditionsbruch ist. Ich bin nicht Teil der Kamarilla und ich werde es niemals sein. Aber danach bist du zum Abschuss freigegeben und das meine ich wörtlich. Ich bin sowieso zum Abschuss freigegeben. Jeder von euch hier begeht Hochverrat, dadurch, dass ihr mich nicht sofort ausliefert oder brandmarkt oder umbringt. Ich weiß nicht, was habe ich zu verlieren? Mein Leben? Oh, bitte. Schon irgendwie, ja. Ja, und Isaiah ist eine tickende Zeitbombe und bedroht mein Leben. Einfach dadurch, dass er existiert. Das ist leider nicht von der Hand zu weisen. Also früher oder später werden wir uns sowieso um ihn kümmern müssen. Wenn ihr wollt, dass ich überlebe. Aber wie willst du ihm das mit dem Aschemörder in die Spur schieben? Es gab Asche in verschiedenen Wetten. Den Menschen ist das klar. Und die Vampire müssen nicht wissen, dass es jemand wie ich war. Und zur Not? Keine Ahnung. Wenn ihr wollt, schiebt es Adam in die Schuhe. Den mögt ihr doch auch nicht. Eis, Eis, Baby. Was soll ich tun? Du könntest Angela suchen. Das Spiel spielen. Du könntest Angela suchen. Jelly in sich drin. Wir sind alle sowieso vor. Verzweifelt. Ich bin kurz davor, ich werde John und den Dicken kontaktieren. Das bin ich ihnen schuldig. Also, nur damit ihr es wisst. Und dann werde ich versuchen, Angela zu finden. Die einzige Regel ist, dass weder John noch der Dicke hier im Club erwünscht sind. Ich glaube, die würden auch nicht kommen, weil es dein Club ist. Ich weiß es nicht. Aber die und ich sind quitt. Also bestehen bei null. Wie gesagt, der Park ist jetzt erstmal wichtiger. Aber sobald die Jagd auf alle Dünnblüter ausgerufen ist, muss er sich ganz genau überlegen, ob er mir über mich auspackt oder nicht. Weil er weiß, sollte ich gefasst werden, könnte ich auspacken, dass er es weiß. Und wer weiß, wie oft sein Prinz ihn beschützen kann. Es gibt nicht mehr viele Vampire, die er aussaugen kann. Die Stadt hier steht kurz vor einem Schmelztiegel. Tja, vermutlich. Muss ich jetzt auch mal so langsam einen Preis bezahlen. Und ich dachte, mit meinem Tod wäre das Thema durch gewesen, mit Preis bezahlen. Ich glaube, das wäre dann durch gewesen, wenn wir alle wirklich tot wären. Wie ist denn dieser Isaiah so drauf? Ihr kennt ihn. Kann man mit ihm verhandeln? Ja. Er ist vor allen Dingen an Isaiah interessiert. Okay, das sind sehr viele unserer Art. Also nicht an ihm, aber an sich selbst. Er lernt aus Fehlern. Das ist eine Sache, die... Also er lernt recht schnell. Ich habe ihn als charmant erlebt, aber eiskalt und gefährlich. Er ist ein absoluter Geschäftsmann. Und ein arglatter Widerling. Vorteil bedacht. Ich meine, er ist ein Mensch. Wie steht er zum Prinzen?
Oh, ganz, ganz dicke. Sag mal, glaubt ihr nicht, dass er dem Prinzen schon von Jelly berichtet hätte? Wenn die so dicke miteinander sind? Kommt drauf an. Vielleicht kommt er irgendwann auf mich zu und sagt, hör mal, der Prinz ist mir nicht mehr hold. Lass ihn verschwinden. Oder du verschwindest. Er ist nicht dumm. Es ist bei euch sehr schwer zu sagen. Es kann auch sein, dass er sich diesen Trumpf einfach noch etwas aufheben möchte. Und es gibt einen Faktor, den wir nicht bedenken, den wir nicht vergessen sollen, auch wenn der sehr eklig ist. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen das Blut von Diego auf ihn hat. Eine Diablerie kann jemanden verändern, ja. Möglicherweise hat er etwas mehr Menschlichkeit und Sympathie in sich aufgenommen. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der durch eine Diablerie menschlicher geworden ist. Diego war ein echt netter Kerl. Ein Vollblut-Musiker und Frauenheld. Aber das ist so dieses... Aber er war halt einfach ein netter Kerl. Und ich glaube, er ist eher noch nicht mal als Mensch sonderlich nett. Das wüssten wir erst, wenn wir eine Hintergrundgeschichte von Isaiah hätten. Allerdings weiß ich, dass John sein ein erbitterter Rivale in gewisser Weise ist. Da könnten wir ansetzen. Die beiden hassen sich abgrundtief und der Prinz mag John auch nicht sonderlich. Ich glaube, weil sie es unwürdig findet, dass ein Andrew wie Magnum rumläuft. Meine Güte. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich mit unserer geliebten Prinz übereinstimme. Bei der Abneigung gegen John. Ja, also die Erfahrungen, die ihr beide gemacht habt, sind sehr unterschiedlich mit dem Trio. Wie gesagt, ihren Teil der Abmachung haben sie immer erfüllt. Das ist aber auch, denke ich, eine ganz andere, komplizierte Grundlage gewesen. Du bist ja auch nicht die Wurzel allen Übels für sie, also. Was mir noch so einfällt, sagt man bei euch nicht, dass unser Eins die Apokalypse herbeiführt? Richtig. Und was ist, wenn die Anarchen das provozieren wollen, weil sie doof sind? Wie auch immer diese Apokalypse aussieht? Gehenna. Von mir aus auch das? Die Vor sind Flutlichen, die sich erheben, um ihre eigene Nachkommenschaft zu fressen. Ihr seid nur ein Vorbote, dass das Blut keins so dünn wird, dass es an der Zeit ist, eine Reinigung vorzunehmen. Dieser Ort ist dafür bekannt, dass es hier regelmäßig massenhaft Blutvergießen gibt. Seit den frühesten Geschichten gibt es Geschichten von Mord und Totschlag, Massenmord. Und jetzt wieder. Jetzt so diese Erdbeben. Irgendwas ist, denke ich, anders geworden. Aber das... Ich glaube, hier ist irgendwie auch noch was Größeres wie nur die Anarchen und wir und die Inquisition. Aber wir können uns nur um eine Sache zur selben Zeit kümmern. Wir können nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Nein, und deshalb, die Anarchen haben erstmal Vorrang, damit nicht noch mehr Teenies. Malcolm hat uns die Inquisition, also er kaut ein bisschen auf dem Wort rum. Er hat uns Zeit erkauft. Zeit erkauft, danke. Wir können uns um die Anarchen kümmern und sie zurückwerfen. Und dann hat jeder theoretisch eine gefestigtere Position, besonders wenn erwähnt wird, dass Scarlett mitgeholfen hat. Das wird ihren Status beim Prinzen vielleicht nicht verbessern, aber man muss ihre Leistung anerkennen, ob sie wollen oder nicht. Schließlich geht alles nur über Ruf. Und dann können wir uns vielleicht endlich mal
dem Kernproblem widmen. Wenn wir die nächste Nacht überleben. Und wenn Jelly uns dann noch ins Gesicht sehen kann. Oder ihr. Also das sieht man auch sehr in Ronans Blick gerade, die aufkeimende Angst. Dann, naja, das hat dann mit anderen Augen gesehen wird. Also Jelly sieht das auf jeden Fall. Naja gut. Ihr habt eine Party zu sprengen. Fokussieren wir uns erstmal darauf. Sam, du kontaktierst Malcolm. Bruce, am besten besprichst du dich mit Ronan, weil du die Umgebung am besten kennst. Von mir aus macht euch eine Karte, überlegt, wo die besten Fluchtwege sind. Du machst mit, Scarlett? Machst du nicht mit? Entscheid dich. Ich bin dabei. Dann nehmt sie mit, überlegt, wie ihr euch am besten abspricht, wie man die Fähigkeiten, die der jeweils andere von euch hat, am besten einsetzen kann. Man macht eine Liste von Zielen. Was ist das höchste Ziel, was ihr haben wollt? Was ist, wenn Adam auftaucht? Ist er das höchste Ziel? Was ist mit Anna? Was, wenn ihr euch zwischen einem von beiden entscheiden müsst? Wen wollt ihr auf jeden Fall festsetzen? Das sind die Dinge, die ihr jetzt klären müsst. Ich glaube, Gott persönlich könnte Anna nicht festsetzen. Wie stark sind deine... Es kommt drauf an, ich benutze sie nicht sonderlich häufig, aber ich denke, wenn es um mein Leben geht, sind sie hilfreich und dann kann ich mich verteidigen. Ich habe sie fast noch nie benutzt, um jemanden anzugreifen. Aber haben sie eine begrenzte Reichweite? Es kommt drauf an. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber du könntest notfalls auch hier jemanden festhalten, der fliehen will. Ja. Haben die besondere Auswirkungen auf Sterbliche? Es kommt drauf an, natürlich. Wenn ich sie am Hals zu packen kriege, werden sie stranguliert werden. Oder wenn ich zu fest ziehe, kann es auch passieren, dass sie ein Gliedmaß verlieren. Das kann passieren. Es ist etwas Unmenschliches. Gut, also nur gegen Kaniten einsetzen. Alles klar. Gut, dann haben wir da einen Joker. Wir sollten noch vielleicht gucken, dass jeder, der zumindest ein bisschen mit Schusswaffen umgehen kann, sich auf jeden Fall zumindest eine, vielleicht zwei mitnimmt. Warum? Wenn du sie besorgst? Etwas Kleines und etwas Größeres vielleicht. Shotgun oder sowas. Kommt man auf jeden Fall leichter ran als an militärisches Gerät. Ich denke, davon dürfte Jimmy noch was haben. Ein oder zwei hatte bestimmt noch. Ich bin eine La Sombra des Wortes, weniger von Kämpfen. Ich kann weder mit Waffen noch... Nein, eigentlich, ich kann mit keinerlei Waffen umgehen. Ich bin da auch kein Experte, aber ich war immerhin Polizist. Rudimentär schießen gar nicht. Wie genau gehen wir es denn jetzt an? Soll ich mich offen ins Getümmel schmeißen oder nicht? Dann müsste einer von euch die Knarren für mich nehmen. Also du willst die Aufmerksamkeit ziehen. Wer kann das besser? Ja, es wäre eine Möglichkeit. Dann könnt ihr euch wahrscheinlich relativ ungesehen nähern. Malcolm kann das sowieso. Darum mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Wie kannst du mehr als einen gleichzeitig beeinflussen? Die Frage, muss ich es jetzt unbedingt beeinflussen? Kannst ja einfach mal jetzt gerade Ohr anmachen. Also. Weil sonst könnte man die Menschen auch gut von den anderen damit weglocken. Vielleicht ein bisschen aus der Schussreichweite bringen. Ohr musste nichts für würfeln, das kannst du einfach anfertigen. Doch. Nee. Manipulation und Presence. Ja, wenn jemand dagegen würfelt, dann so, ne? Klar, ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Oh. Also ich lächle euch einfach jetzt breit an. Ja, ich denke mal, wir müssen da jetzt gerade nicht drüber würfeln, einfach weil das für die anderen jetzt ja auch vor allen Dingen schwebt ja jetzt gerade euren eigenen Gedanken nach und aber unwillkürlich werden eure Blicke jetzt auf Sam gezogen, ob ihr wollt oder nicht. Sieht einfach unglaublich gut aus heute. Mensch. Ich glaube, ich habe dich heute noch nicht richtig angeguckt. Ja, da sind halt einfach der Mittelpunkt jeder Festivität. So viel zur Massenkontrolle. Und auch wenn sie es schon lange nicht mehr gemacht hat, diese Toreador kann auch gar nicht mal so schlecht tanzen. Das dürfte das noch unterstreichen. Ich kann mich noch erinnern, eine der letzten Male, wo ich Andrew gesehen habe, als ich noch ein Mensch war, wie er auf einmal einen kompletten Club hatte, der an ihm hing und sich alle um ihn geschart haben. Meine Albtraumvorstellung. Wäre auch nichts für mich. Aber Sam jetzt gerade schon. Ich lasse es dann aber auch wieder fallen, bevor das Ganze hier unproduktiv wird. No. Gut, dann haben wir das. Am besten, wir machen eine Checkliste und dann können wir nur abwarten. Ja, dann schmieden unsere Vampire jetzt Pläne für die folgende Nacht und die Kamera zoomt heraus aus dem Club von Sam und fliegt einmal quer über die Stadt und landet in einem, ja, in irgendeinem Keller, nicht näher bezeichnet an dieser Stelle. Und man sieht Kerzen, rote Kerzen, brennend. Und mit roter Farbe auf den Boden gemalte Zeichen. Und über diesen Zeichen, die leicht zu glimmen scheinen, ist jemand an Ketten aufgehängt. Arme und Beine so stark gezogen, dass die Ketten halt an den Wänden verankert sind und diese Person schwebend über den Zeichen halten. Kopf nach unten gebeugt. Uns bekannt, eine Person, die dort hängt. Etliche Schläuche in ihren Venen, die die rote Flüssigkeit aus den Venen rausziehen. Angela hängt dort. Und eine Gestalt mit einer Kutte dreht sich auf die Kamera zu und ich musste irgendwas mit Blutmagie heute noch machen, sonst muss ich das Thumbnail wieder ändern. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitspielen und vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr es auf YouTube nachschaut, hinterlasst uns doch einen Kommentar unter dem Video. Das würde uns wahnsinnig freuen. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Denn schöne Geschichten kann man ja ruhig mal weitererzählen, nicht? Und in 2 Wochen, wenn alles klappt, geht's weiter. Momentan ist das alles so ein bisschen schwabbelig in meinem Zeitplan, aber wenn alles klappt, wie gesagt, funktioniert das halt auch in den nächsten Wochen noch weiter. Und dann sehen wir wahrscheinlich Jelly nicht mehr, weil die hat sich ja heute schön rausgezogen. Das fand ich sehr gut, diesen Kniff. Ah, ich bin auch zugefunden.
Vielleicht kriegen wir aber dafür Malcolm rekrutiert. Obwohl der hat gerade sehr viel zu tun. Aber mal gucken, vielleicht kriegt er ihn ja überzeugt in der Kürze der Zeit. genau. Und falls ihr noch mehr von diesen, von den Vampiren lesen möchtet, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Da gibt es ganz viele Kurzgeschichten. Heute habe ich erst eine bekommen, die dann im nächsten Monat wahrscheinlich veröffentlicht wird. Das ist, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird eine sehr schöne Sache. Und ja, vielen Dank an die Leute, die uns da schon unterstützen. Das ist eine wahnsinnige Hilfe. Erleuchtet mich jetzt hier gerade zum Beispiel. Ja, deswegen ganz gut, sowas zu haben immer. Vielen, vielen Dank. Und ja, in zwei Wochen geht es weiter. Wir wünschen, aber nee, ich muss ja erst noch ein bisschen Werbung machen. Wir sind hier auch im Werbemodus. So, falls ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel Nordpol angucken, über der Feramin ist die ganze Zeit die Adresse. Da gibt es einen tollen Eventkalender mit ganz vielen Rollenspielen, nicht nur Vampire, sondern auch alle anderen möglichen anderen Systeme. Und wenn euch eins fehlt, dann meldet euch an und bietet es an. Dann ist es auch da. Genau. Und wo fange ich an? Ich fange an bei Rerion. Rerion hat auch einen Kanal, auf dem ihr unter anderem auch Vampire sehen könnt, aber auch anderes. Was gibt es als nächstes auf deinem Kanal, Rerion? Ja, und zwar geht es am Dienstag weiter mit Call of Cthulhu und Horror im Orient Express. Da verlassen wir jetzt endlich Frankreich und kehren oder fahren in die wunderbare Schweiz. Da kann ja nichts passieren. Die Schweiz ist neutral. So. Ja. Auch ja. Bei Lovecraft. Genau. Was gibt's Neues bei Feder auf dem Kanal? Halt erwischt. Ich arbeite im Moment an zwei Videos, zwei Kurzgeschichten, die beide um eine halbe Stunde lang sind. Mittellange Geschichten. Ja, die werden nächste Woche rauskommen. Eine kommt gar nicht nächste Woche raus, weil nächste Woche kein Somjala ist, habe ich dann festgestellt. Also wird eine vielleicht nächste Woche rauskommen, eventuell aber auch nicht. Aber ich arbeite an Kurzgeschichten, also keine Ahnung. Ja. Wir machen hier keine Ankündigung. Irgendwann wird eine Kurzgeschichte kommen. Genau. Ich mache sowieso keine Ankündigung mehr, weil alles verschiebt sich immer überall hin, irgendwo. Ja. Es ist Ding in der Arbeit. So, Punkt. Genau. Apropos Ankündigung, Kakko, kannst du auch irgendwas ankündigen? Ich möchte ja jetzt nicht ja sagen, weil dann hätte ich ja etwas angekündigt. aber ich sag mal so, es wird in naher Zukunft endlich mal das 100-Abo-Special geben. Denn das ist soweit fertig. Hast du nicht inzwischen schon weitaus über 100? Ja, das ist richtig. Es hat aber auf sich warten lassen. Ist nicht meine Schuld. Wie viel fehlen dir noch zu dem nächsten 100er? Boah, zum nächsten 100er sind es noch 65, genau. Leute, ihr müsst unbedingt beim Kakko abonnieren. Das geht gar nicht, dass da noch so viel fehlt. Liegt da nicht an mir. Ansonsten wird es rollenspieltechnisch, ist gerade noch bei mir ein bisschen Sommerpause, weil noch Prüfungen und so weiter sind, aber ich sag mal so, wenn die Temperaturen wieder etwas mehr zulassen hier von Arbeit, wird es auch wieder mehr Live-Runden geben. Von mir auch mal geleitet, nicht nur von Reg. Da freuen wir uns alle drauf und solange könnt ihr ein schönes Total War Let's Play gucken, mein Kakko. Das habe ich hier sehr genossen die letzten Tage. Ja, also ganz große Empfehlung. Also wenn ihr die alten Total War Sachen noch schätzt, dann guckt beim Kakko mal rein, der macht das sehr schön. Ja, und Mondschatten. Ach, ich ziehe noch fröhlich um. Also bei mir ist nach wie vor noch tote Hose. Ja. Aber man sieht mich das nächste Mal dann bei Rerion bei der Dark Age-Runde. Umzug ist immer so eine Sache. Ja. Ich hoffe, das Internet funktioniert, wenn du umgezogen bist. Ich hoffe auch. Das hat schon funktioniert neulich, oder? Ja. Genau. Aber man weiß ja nie, was kommt. Wenn man sagt, es ist kein Problem, es tauchen Probleme auf. Schaut trotzdem mal rein bei Mondi auf dem Kanal. Vielleicht gefallen euch einige der Sachen, die da auf Halde liegen. Und last but not least, Feramin könnt ihr auch finden auf Twitter, wenn ihr ihr folgen wollt und ganz viel tollen Twitter-Content erleben wollt, dann
Folgt Feramin. Retweetet auch sehr viele tolle Sachen. Unter anderem das von dieser Runde. Dann kriegt ihr auch immer mit, wenn sie irgendwo mitspielt. Das ist ja. Also da verpasst ihr auch keine Runde mehr, wo Feramin mitspielt. Falls ihr das jemals gemacht habt. Und wenn ja, shame on you. So. Ja. Einige wissen zum Beispiel gar nicht, dass du beim Pölle auch auf dem Kanal zu sehen bist. Ne? Shame on you. Soweit. Deswegen folgt den Leuten und ja, lasst Herzchen da, denn Herzchen sind immer ganz gut. Gut, alles klar. Wir sehen uns dann in 2 Wochen und ich wünsche den Segen der Nacht und tschüss. Tschüss.